beliebtere. Ja, kann starten, Kevin. Ich habe alles offen. Nice. Korrekt, korrekt, korrekt. Los geht das hier. Alpha Omega. Omega, ich trinke heute mal wieder den Eistee, denn das ist ein legendär. Uff. Ja, dann den wolltest du mir eh noch machen. Ich muss noch reden. Du musst mir immer auch zuschicken. Aber warte, ich habe keinen Katana. Keinen Ragnarok. Jetzt habe ich Ragnarok. Viel Glück beim Mistake Master. Meister. Hast du die Endcutscene gesehen? Nee, ich habe gar nichts gesehen von dieser Map. Wir haben beide nichts gesehen. Wir gehen jetzt wieder blind rein wie die. Ne? H&M, bester Eis ist so, ne? Magst du Fischstäbchen, Kevin? Ja, natürlich, aber nur die von Iglo. Bist du ein schwuler Fisch? Warum? Kennst du South Park nicht? Nein, du bist nicht witzig. So, jetzt hier Alpha Omega. Ich grüße euch alle recht herzlich zu diesem abendlichen Stream mit ZAC am Start. Alpha Omega. Wunderschönen guten Abend, meine Genossen. Ich hoffe, euch geht's wunderbar an diesem wunderschönen, geilen Tag. An diesem wunderschönen, geilen Dienstag, meinst du, ne? Der ganz schön heiß ist mittlerweile. Ein neuer Morgen. So, wollen wir mal hier bleiben, Dennis? Erste Runde machen wir das? Eure ersten drei? Vielleicht erste eine vier? Chance, die Sünde der Vergangenheit ungeschehen. Mir wurde geraten, dass wir ab Runde 16 das Easter Egg starten sollen. Hey, warum das denn? Ich weiß nicht, mir wurde es von Olaf geraten. Okay, was hat das für einen Sinn? Olaf, was hat das für einen Sinn? Wenn er das jetzt erklärt, dann ist doch chillig, Alter. Ach, die spawnen auch hier, oder was? Dann können wir auch rausgehen, eigentlich. Ich dachte, jetzt geht da schneller, weißt du? Das Buch hat uns verraten, was zu tun ist. Aber was passiert? Guck mal, als wir First Try gespielt haben, ne? Da hat er doch, da hat er doch gesagt, jetzt reicht's mir, letzte Warnung. Was passiert, wenn du da nicht hingehst? Ich glaube gar nichts. Das sind einfach nur so. Das sind einfach nur diese normalen, Text. Wie heißt die? Quotes zwischeneinander. Aha, das ist einfach nur so ohne Sinn und so. Ja. Wenn du schon irgendein Teil siehst, sag, ne? Also hier hast du schon eins aufgehoben, oder? Ich hab schon eins aufgehoben. Soll ich dir sagen, wenn ich irgendwas finde? Nee, diesen Spot ich suche auch. Du? Ja, den kenne ich in dem Gebäude. Also ich weiß, dass da ein Teil ist, auf jeden Fall. Ich bin schon weiter, Kevin. Ja, ich habe jetzt so eine Kugel an meinem. Dein Kumpel ist voll laut. Also was soll ich da machen? Ich kann das nicht ändern. Soll ich mich leiser machen? Ich weiß gar nicht, wie ich das ändern könnte. Drück mal Pause. Ja. Aha, dann gehst du auf jetzt Discord. Aha. Aber dann höre ich dich doch auch leiser, oder? Ja. Aber so ist eigentlich korrekt. Ja, aber du kannst meine Benutzerlautstärke einstellen. Ja, wie geht das? Du klickst auf mein Bild in Discord. Ja, hab ich. Rechtsklick. Ja, hab ich. Und dann Benutzerlautstärke. Dieser Regler kannst du verschieben. Auf dein Bild. Rechtsklick auf mein Bild während in unserem Gespräch. Ah, in unserem Gespräch. Ja. Okay, red mal. Hallo, Test. Ja, jetzt müsstest du besser sein. Ich habe jetzt so eine Kugel an meiner Waffe, Dennis. Ja, habe ich mir auch schon gemacht. Hast du auch gemacht? Dann mach. Ich glaube. Nicht bei der. Ich habe eine andere Waffe. Eine Richtung. Kann man da noch mehr freischalten aus? Ich glaube schon. Ach Mist, jetzt habe ich wieder vergessen, mir irgendwelche Herausforderungen anzumachen. Da gibt's doch jetzt diese Herausforderungen. Ah ja, stimmt, habe ich. Ich habe meine drin. Ah, ich habe vergessen anzumachen. Mach mal hier auf. Wo? Hier bei mir. Boah, das hört sich so geil an. Ich bleibe immer standhaft. Passt schon. Obwohl ich mich manchmal auch ganz gerne hinsetze. Ding. Ich glaube auch. Ich sollte einen höheren Kredit. Runde 16 erstmal mit anfangen, komisch. Ja, wenn wir, ich glaube, wir können auch früher anfangen, wenn wir es früher schaffen sollten. Schildteil ist hier, Kevin, komm her. Ich zeig dir es. Hör mal, das kenne ich nämlich nicht. Ah doch, das war doch das beim LKW, oder nicht? Nee, ist ein anderes hier. Also ist dasselbe, aber beim anderen Spot hier. Okay. Also das kann hier das liegen, kann da liegen lassen. Und. Und noch da, wo. Ne? Aber ich weiß nicht genau wo. Ich glaube auch der andere. Start, ne? Ja. Noch Punkte, Alter. Ich mach Strom an, ja? Na, mach mal. Aha, jetzt gehen die Lichter hier an. Deshalb wird es dann hier. Welche Lichter gehen denn? Die hier. Ach, die Scheinwerfer hier, die hier. Aber
Aber ich weiß nicht, warum dann das Gebäude auf einmal auch heller beleuchtet wird, das verstehe ich nicht. Das ist die COD-Logik. Aber das erinnert einen total an Cyborg-Zombies, ne? Ja, das mit den, Mit Cyborg, dem mit den ganzen Cyborgs, ne? Das sind ja Cyborgs auch. Ach, du meinst das diese sind Cyborgs, Püppchen? Hunde und... Es geht hier eigentlich viel um Cyborgs, ich weiß nicht warum. Ich hab weitergekocht, oder? Na, ist gut. Hier ist das auch letzte Schildteil ist... Unten. Unten, ne? Also hier in diesem gelben Gebäude ist auch ein Teil. Hier... Wo ist das hier? Nee. Das wird dann in der unteren Etage sein, höchstwahrscheinlich. Das ist so ein Schlauch. Ein Schlauch? Ja, ich hab... Nee, noch nicht. Ja, ein Schlauch. Muss hier drinnen liegen, oder was? Also, so, ich habe ihn bisher nur hier in diesem Haus gefunden. Kann auch sein, dass er außerhalb des Hauses ist. Jungs, kann der Schlauch auch woanders sein, außer, hier? Ey, warte mal, können wir jetzt schon die Codes und so benutzen? Ne, erst wenn wir... Alter, was gibt's? Jetzt hakt das aber gerade, Alter. Ja, bei mir auch. Da liegt nicht an mir. Du bist aber rot. Aber egal, jetzt... Ja, aber mir hat's ja auch geleckt. Am Tisch, an welchem Tisch? Ah ja, hier, guck mal, Kevin. Tatsächlich, danke schön. Ich bin schon an welchem Respekt. Der hier. Also, ah, ja. Erweise ich dir auch keinen. Warte, lass ihn mal. Ist nicht der letzte. Also, mach mal auf. Wir benutzen die Codes und so. Warte, wir können uns jetzt schon Punkte machen und alles. Nein, wir können nicht den Code benutzen, Kevin. Wir müssen erst die Generatoren anmachen. Ah, das muss man wirklich als erstes gemacht haben. Ja. Dafür müssen wir jetzt runter, ne? Mhm. Was ist der letzte? Ah, ne, doch nicht, warte. Das ist noch. Das, das sind noch. Das sind drei. Ah. Das sind drei letzten. Ich kill hier den hier noch. So, na, okay, einer. Fertig. Jetzt gehen wir runter und dann machen wir das da an. Genau. Wollen wir uns erstmal Schild holen, damit wir dort nicht so geisteskrank wieder wie gestern rumlaufen. Na, machen wir. Also, machen wir. Das ist eine gute Idee. Bauen wir oben, oh, oder was? Ja, es gibt nur einen Spot für Schild. Ach was? Mhm. Es gibt drei Werkbänke und nur drei Spots. Das Schildteil ist hier, komm her, Kevin. Ja, nimm ruhig, ich bin schon hochgerannt, ja. Digga. Aber da musst du erst alles durchkaufen. Warum durchkaufen? Damit du zu dem Haus kommst, bei dem Schild. Aha, und du nicht, oder was? Ich muss hier nur eine Tür aufkaufen dafür. Ich auch, Alter. Nein, du musst zwei aufkaufen dafür. Warum? Nee, eins. Nein, eine, Digga. Aha, okay. Dann kauf ich mal. Ein wenig schwer, aber sein Gewicht. Jetzt können wir auch bei dir runter wieder. Wert. Mhm. Das sieht aus. Was? Wie wenn du die Werkbank messerst, ändert sich der Bauplan wirklich. Das war aber doch schon immer so, oder? Nein. Doch, Digga, das war schon bei BO3 so. Können wir also auch die Mark 3 dahin bauen, oder was? Na, das glaube ich nicht. Das ist ein fester Tisch. Das ist ein fester Tisch, Dennis. Machen wir an, ja? Mhm. Okay. Guck mal direkt nach dem Reporter-Teil. Ich suche hier nach gar nichts, Digga. Ich weiß, was hier gestern los war. Ja, ich hab's. Das ist an derselben Stelle wie gestern. Diese Melodie dann im Hintergrund. Ich weiß aber nicht, was diese Melodie damit zu tun hat. So. Ja, wieso nicht? Warum sie das gemacht haben. So eine richtige Drogen, LSD-Musik, kennst du die? Na, das erinnert mich so ein bisschen an Far Cry 3, Alter. Als sie da durch die Pilze gelaufen sind und high geworden sind. Alter, die Grünen schießen auch auf dich, die grünen Novas. Ja. Alter, hier sind vier Stück oder so. Ich glaube, wenn die alle gleichzeitig dich treffen, bist du tot. Vier? Ich habe hier sieben oder so. Ja, es liegt an mir, aber ich hab echt Lecks seit zwei Tagen, das ist mega belastend, leider. Ja, aber bei mir waren ja auch gerade Drop-Tramps, ich hab 12.000, Alter, und ich hab einfach Stream aus, ja, Stream an und schon war weg, Alter, komisch, ja? Blickt er nicht. Aber daran hat man dann gemerkt, dass das ein X-Split-Problem... nein! Oh, ich hab noch Schild rausgeholt. Hinter mir war ein Gitter, glaube ich. Also ein Gerüst. Ah ja, da. Oh fuck, Digga, ich dachte, ich kann hier auch nicht besser.
glaube, daran merkt man dann, dass XBit dran schuld ist manchmal, ne? Ja. Oder Twitch. Keine Ahnung was. Warte, einer hat davon lassen. Okay. Warte, lass mich das nehmen. Na, könnt ihr. Hier war ein Geländer, Digga. So. So, nächste Teile suchen. Was fehlt uns denn noch? Hier kann. Ja, diese. Hier so, diese Behälter. Den Schlüssel kann man den jetzt schon nehmen? Das ja, okay, schon. Sicher gebrauchen. Hier diesen Behälter brauchen wir. Na, genau, davon haben wir zwei, ne? Genau, der andere ist im Storage Room. Auf der anderen Seite. Ich mach mal die Generatoren aus. Rektik, dankeschön für deine Unterstützung. Hab alle, jetzt brauchen wir die Teleporter. Teile. Ein gutes Resultat. War schon anders. Du machst das, ich mach Generatoren. Mhm. Ich habe jetzt hier dieses neue Fadenkreuz drauf in meiner Waffe. Den neuen Punkt meine ich. Also ja, so ein Rotpunktvisier. Mhm. Visierpunkt, sagt man dazu, oder? Mhm. Also siehst du jetzt die Blitze hier über die Map? Ja, diese blauen, ne? Die haben mich mega, mega verwundert, als wir das First Try gemacht haben. Ich wusste nicht, was gegen die hier so. Alter, warum sind die so stark? Dennis, oh mein Gott, warum sterben die nicht? Wir sind Runde 4, ich knife die und die sterben nicht. Also Alter! Die sind mit diesem gelben Zeug da. Aha, die sind dann stärker oder was? Scheint so. Alter, ist mir hier zu viel, Mann, Alter. Ich schwöre es dir. Runde 4 und hier geht das. Keine Ahnung, Alter. Ich steig hier nicht durch. Wann kommen die denn jetzt? Wir haben noch einen am Leben gelassen. So ist das. Ah, ich glaube, weil man. Ah. Nee, wenn man das erste Mal wieder an die Oberfläche geht, ne? Mhm. Dann kommen so viele. Nee, dann, wenn man die Generatoren aufnimmt. Ja, hab ich ja nur einen gemacht, Digga. Ja, das ist es ja. Wenn du jetzt noch einen machst, kommen noch welche. Alter, so viele wegen einem Generator? Mhm. Ist ja crazy, Alter. Das kannst du mir noch nicht erzählen. So viele Zombies wegen einem Generator? Oder du hast auch einen gemacht? Nee, ich hab keinen einzigen noch. Ist ja brutal, Alter. Wo kann das letzte Teil sein, Olaf? Diese Teleporter. Ist ja brutal, Alter, wegen einem einzigen Generator so viele Zombies, Mann. Tausend dieser Fleischwunden können mich nicht davon abhalten. Oh. Kein Ammo mehr. Grünes Haus. Ist ja brutal, Alter. Und warum kommen jetzt nicht so viele? Ey, warte, hier war gerade ein Teil. Da gerade auf jeden Fall irgendwas. Als ich hätte. Da. Ah ja, das Teleporter-Teil. Ja gut, das braucht das liegen zu lassen. Ich geh dann mal bauen, ja? Ist ja brutal. Ja, also es lag nicht daran, Dennis, dass ich Generatoren gemacht habe. Kann sein, dass wir tatsächlich das erste Mal wieder hochgekommen sind. Ja, dann ist das nämlich so, dann geht das so ab. Bin ich aber auch nicht mehr. Ja, ist doch gut, man kriegt ja voll viele Punkte. Ja. Ja, das haben sie gut gemacht. Ja, die Grünen muss man echt öfter snipen. Ah, das Grüne, ey, das verschwindet bei denen. Wie? Die bleiben nicht die ganze Zeit so grün. Wirklich? Das kann auch verschwinden, ja, habe ich gerade gesehen. Ist gerade verschwunden. So, jetzt haben wir noch einen irgendwo, ne, einen Stinker. Oder? So ein Gasleck? Oder sind alle, ne, sind alle. Ah, ne, hier. Du hast noch einen Zombie, ne, ja. So, jetzt haben wir alle Teile. Ja, ich muss jetzt nur einmal nach unten und dann an die Pyramide. Hey, warte mal. Das ist jetzt aber merkwürdig. Ich habe gedreht und eine Geistflamme geworfen und dann hat er aufgehört zu drehen. Ja, weil du dann irgendwas in der Hand hattest. Lüftungssystem in Betrieb. Nova 6 geschlossen. Nova 6. Wir könnten. Also mich interessiert diese Geschichte hier voll. Ich möchte mir mal irgendwann diese ganzen Quotes anhören. Man müsste hier. Man müsste einmal. Was soll ich sagen? Also, man muss jetzt eine Runde spielen, damit der Computer angeht erst. Na. Warte, ich baue gerade mal auf dem Telefon. Dennis, mich interessiert übelst diese Geschichte hier. Dich auch, oder was? Mhm. Sicher. Ich hab gesehen, Jan hat einfach 300 Videos zur Map hochgeladen. Oder 400? 500.
Ja, aber richtig viele, ne? Ja, hier gibt's. Du kannst ja eigentlich für jeden Code ein Video machen, ehrlich gesagt. Oh, hier ist der erste Raygun Mark II Monitor. Wo? Hast du schon gemacht? Ja. Das ist ja nicht schlimm. Da können wir direkt starten, ehrlich gesagt. Ja, warum nicht, ne? Warte, ich gehe hoch an die Storage, damit ich den Computer anmachen kann. Ja, welchen Computer? Den hier oben? Den Hauptcomputer, ja. Ja, den muss man anmachen? Ja, ja. Eine Runde spielen, dann anmachen. Einfach vier. Klar. Aha, ja, eine Runde spielen. Ja. Machen Sie tot. Wenn ich den sehen würde. Achtung, Eindringlinge. Ich muss mal mir meinen Xbox One Controller anschließen. Meinst du es besser? Ja, ja, ich mag es besser. Erklären Sie mir, warum ich nicht alle Waffen in dieser Basis auf Sie richten sollte. Darf ich erfahren, wer auf der anderen Seite des Bildschirms sitzt? Nennen Sie mich Rush. Was haben wir? Ich bin die Map. Die Intelligenz, die mit der Aufsicht über Camp Finde ich auch gut. Und das Broken Arrow Programm betraut wurde. Mich fuckt so ab mit den Lecks, ne? Wie sind Sie hier? Ist mir so leid, Jungs. Wo sind Pernell und seine Anscheinend kann ich nur noch nachts streamen, ja. Warum? Nachts ist weg, oder was? Ja. Elektrische Entität. Einrichtung abgeriegelt. Oh. Oh nein. Aber warum heißt die Map ich habe über 50 Alpha Omega? Alpha ist der Anfang, Omega ist das Ende. Ja, das ist mir schon klar. A bis O, Digga. Alpha Omega. Okay. Aber eigentlich eher ja, fährt mal den Anfang und das Ende anscheinend, ich weiß nicht. Was kannst du mir über den Elementarsplitter verraten? Er ist im APG eingeschlossen und Sie haben nicht die erforderliche Zugangsberechtigung. Nicht mal eine vernünftige Geschichte. Sie müssen mein Vertrauen gewinnen. Finden Sie die Zugangscodes und bringen Sie sie mir. Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Guck gerade mal. Warte mal, ich guck mal jetzt nach den Codes schon mal direkt. Ich mach mal den Geldcode. Den Geldcode, Digga. Wie meinst du? Es gibt einen Code, da kriegt man Geld. Aber wie viel? 1000. Ja, ist ja. Ist doch cool, Digga, 1000 haben oder nicht haben. Ja, ist da so wohl recht. Den Schlüssel hast du wohl, ne? Ja. Na chill mal, Digga, wir machen jetzt erstmal hier ganz in Ruhe. Ja, du kannst ja, das ja machen. Ich hol nur schon mal die Codes, schreib mir die alle auf. Kannst du mit Kevin und Jan so eins Stack noch dazu machen? Da würde dann noch einer fehlen. Dann bräuchte vier für so eins Stack noch davon. Haben wir schon einen Code? Ne, noch keinen Code, oder? Zahler fast. Vier. Ich hab noch voll viele Zombies, Digga. Können wir am Leben lassen, ne? Mhm. Ja, ich guck grad, ob ich Monitor? Einen anderen Monitor finde. Vier hast du aufgeschrieben? Ah, merken wir uns. Merken wir uns, die 4. In deiner ist es nicht, Kevin. Hellpack die 4. Ich hätte gerne Ammo. Ich muss mir jetzt irgendeine Waffe holen. Hier ist der Fernseher, brummt, Digga. In deiner. Ja, für Isaac. Ja. I need a weapon. Was ist das da für eine Waffe? Ja, warum nicht, ne? Okay, bei der Pyramide ist es auch nicht. Also ist es oben im Garten. Oben im Garten? Warte mal, wo waren das nochmal? Auf der rechten Seite. Also nicht da, wo ich gerade bin, ne? Ah, hier nee. War das Schild. Kann ich mir gleich holen. Was wollte ich? Ah ja, nee. Ey, diese Map. Doch. Oder jetzt, beziehungsweise, ich würde hier noch so ein paar Sachen verändern. Das hat es halt übertrieben hässlich. Das ist das hässlichste, das es jemals geben würde. Ja, einfach noch so ein paar Sachen verändern, Alter. Die Runden wieder unten links in die Ecke. Wobei, das finde ich eigentlich gar nicht so schlimm. Ja, das ist gar nicht so schlimm, meine Meinung nach. Oh, hast du es gefunden im Garten, was? Drei Möglichkeiten. Auf der Seite, wo du jetzt auch gerade bist. Nein, nein, auf der anderen. Ich suche gerade alle Codes ab. Damit wir die dann schon mal haben, weißt du? Können wir die alle nach der Reihe abgeben, eingeben. Ja, ich höre, ich habe einen Fernseher gehört. Die hörst du doch gar nicht, oder? Nein, nein, ich meine den im Diner. Den du meintest. Was war da? Aha, das Ding platzieren. Ah ja, ich sehe den Fernseher. Nee, ist er nicht. Doch, ist er. Ja, hier ist der zweite im Garten. Also wir haben jetzt bis jetzt die vier, ne? Ja. Zugangscodes für das Programm strahlen kann
Okay, ne? 0725. Du hättest nie aus dieser Höhle kriechen sollen. Ja, die Waffe ist voll stark eigentlich. Wenn wir alle Puppenköpfe runterschießen, kriegen wir einen extra Perk. Nicht den töten, der ist zu weit weg. Nein, nein, ich töte gar nichts. Ich laufe einfach nur und hol die kurz. Ja, warum schleichen die? 3, 2, 3, 4. Hast du Schleichen-Code eingegeben? Ich hab gar nichts eingegeben. 3, 2, 3, 4. So, ich hab alle 4 kurz, Kevin. Zahl erfasst. Ja. Nice. 9. 4, 9. 4, 9. Ja. Gehst du auf die andere Seite? Ich gehe. Das ist nicht gut. Ja. 4, 9. Ich geh zur Pyramide. Wo ist denn der hier auf der anderen Seite? Auch im Garten? Deiner, deiner. Deiner. Unten in deiner. 4, 9, ne? Jetzt kommt die 6. Meinst du? Mhm. Ich sage die 3. Im Deiner? Bin ich nicht gerade im Deiner? Deiner, vor dem Perk. Direkt. Ah ja, da. Ist er da oder nicht? Nee. Nee, der ist bei mir. Pyramide. Ich sag 6. Du sagst 3, ja? Mhm, 3. Pyramide? Mhm, unten Kellerpyramide. Dennis, die Namen musst du auch merken. Ne, jetzt muss man sich keine Namen merken. Doch, die Reihenfolge. Ja, die Reihenfolge, aber das haben wir 4-9 bisher. Ah, das meint er nicht. Die, er meint bei den Codes, die du gesucht hast. Naja, bei den... Er hätte mir den Namen zu aufschreiben sollen. Das... Ich sag 6, du sagst 3, ne? Ja, 3. Okay. McCain. Was? Auf die Waffe kannst du sogar Bajonett drauf machen, ist dann wie Boine. Welche Waffe? Die, die ich jetzt habe? Die Vapor. Ja, da habe ich auch das Bajonett schon drauf. Kann man? Ja, ja. Geht wirklich. Ich glaube, ich will noch nur Rager Mark II da hinten hängen. Echt jetzt? Ja, warum nicht? Ist nice. Ich habe mir voll viel Mühe gegeben, dir das aus wie eine echte. Das ist eine echte. Ey, die 10 Uhr sogar auch, nice. Feier ich. 6, uff, Kevin. Ja, ah, ist doch klar. 496, ne? 496, ab dem Keller. Ich hab nicht kennen, dass der Keller bin. 496, jetzt kommt die 3. Du läufst falsch. Ja, ist es. Jetzt kommt die 3. 496. Ja, jetzt kommt die 3, glaube ich auch. Ne, die 2. Ne, die 2. Nein, die 3, Digga. Nein, die 2. Oh mein Gott. Keine Kugeln? Das meinst du, deine seherischen Künste lassen dich nicht im Stich, oder was? Nee. 496. 4963. So, ist das denn jetzt? Ne, Bandelier. Adblock aktiv und VPN aktiv. Adblock ist doch, dass keine Werbung kommt, oder? Nikolai wird ganze Arbeit leisten. Okay, nicht auch, das hat der Junge an. Warum habe ich das Gefühl, ist das nicht voll scheiße eigentlich für die Plattformen? Adblock bringt bei Twitch nichts. Bringt nichts mehr? Schon lange nicht mehr, bestimmt schon seit 2 Jahren. Ehrlich? Klar. Vier. Keiner von uns heute. Wieder eine 4? 4, 9, 6, 4. Jetzt können wir einfach töten, ne? Ja, aber nicht alle. Wir machen jetzt kurz, das heißt, oh. Ja, wir lassen am Leben, meine ich, einen, ne? Es laggt nicht mehr, Dennis. Ja, wir lassen einen am Leben, ne? Ja, ja, einen am Leben lassen wir, Kevin. Ganz gut. Ich finde das halt, das mit den Reinschießen finde ich auch voll komisch, dass man da keine Punkte kriegt. Ja, das Punktesystem ist echt ein bisschen komisch. 4, 9, 6, ist so, ne? 4. Gibst du gerade ein oder was? Hm, ich habe einen Code eingegeben.
Dann macht er wieder auf Alleingang hier, Alter. Ja, klar. Das ist schade eigentlich. Echt? Ja, und mich interessiert das hier alles richtig heftig, Mann. Ich hab so Bock drauf. Ja, mir ist alles mit anzuhören. Ja, egal, Mann. Das anhören, allein die Stimme. Ja, hörst du doch über die komplette Map. Nein, höre ich nicht, Alter. Ich weiß ja gar nicht, wie es ist, im Körper eines Pedos gefangen zu sein. What the fuck? Nein, Quatsch. Hast du einen? Oder? Nee. Du hast alle, Alter. Alle, alle. Von allein, ja. Na, hab einen. Warte, halt mal, ich kill mal meinen. Na, hab einen, tötet alles. Ja? Ja. Okay, hab 50 Leben. Wow, hier ist noch einer. Hast du noch einen? Nee, ich hab noch einen. Ist da einer angespritzt oder nicht? Nein. Okay, dann. Soll ich ihn anspritzen? Spritzen dann killen, ja. Hast du Raygun offen? Ja, ist offen. Dann wollen wir mit einem Kurz anfangen, um die einzugeben. Ja, jetzt? Ja, was machen? 7626. Aber wenn sie clever genug sind, die Schritte herauszufinden, erhalten sie die Sicherheitsfreigabe. 626. Das ist immer die gleiche Zahl, ne? Ja. Zugriff okay. Auf Projektilsoldat gewährt. Autorisierungscode Sawyer erforderlich. 7945. Eine Minute bis zur Beendigung des Zugriffs. 7945. Autorisierungscode Sawyer akzeptiert. Autorisierungscode McCain erforderlich. Warte mal, ich muss kurz gucken, welcher eine McCain Minute war. Bis zur die haben sich ja richtig Mühe gegeben bei der Map, muss ich sagen. Die haben nicht nur Copy und Paste gemacht, ne? 0725. Hello Mix, schön, dass du da bist, Mann. 0725? 0725, ja. Autorisierungscode McCain akzeptiert. Autorisierungscode Pernell erforderlich. 3234. Eine Minute bis zur Beendigung des Zugriffs. 3. 2 3 4 3 4 Autorisierungscode Pernell akzeptiert. Irgendwas aufgegangen. Ah ja, der Zinssoldat, ne? Projekt Zinssoldat wollen wir für eine Live wollen wir Packer Punch günstiger machen oder Sergeant Atom wie eine Atombombe? Wollen wir noch ein paar nee, wir können ja nur einen Code pro Runde eingeben, dieser Cheat Codes. Ja, wir können einmal den Punktecode jetzt machen einfach so. Bevor wir die Runde. Ja, warte, was ist denn der nächste Schritt? Der nächste Schritt wäre jetzt ja mit einem Schlagring. Ich guck mal, Hector, ich bin ja auf den. Genau, das mit dem Schlagring. So. Warte mal, ich mach mal die Tür auf da, bei dem Bus. Ah ja, genau, das ist eine gute Idee. Nicht aufkaufen, warte. Ja, das ist okay. Ich finde gerade die Codes nicht. Ich hatte sie gestern hier, aber. Mach die orangene Raygun. Ja, ich geb die diesmal da, Kevin. Door. Makes one random door that isn't open cost null points. Machen wir, ne? Mhm. Vielleicht klappt's. Aber ist ja auch nur die einzige Tür, die noch nicht offen ist. Nee, ist noch eine. Ja? Ja, die da hinten bei dem Power-Up. Ah ja, stimmt. Aber die kostet auch 3000. Ja, die kostet. Nicht akzeptiert. Nicht akzeptiert, Kevin. Warum? Mama, kann man überhaupt einen machen jetzt? Kann man jetzt einen Code eingeben? Also so einen Cheatcode eigentlich? Warte, weil ich wir mal Geld. Die normalen Codes gemacht haben. Ich such mal Geld. 2265. Wieso wart ihr so lange nicht on? Kevin war im Umzug und ich hatte andere Dinge noch zu erledigen. Code nicht akzeptiert. Nee, ich glaube nur einmal pro Runde. Spielen. Ja, okay. Dann töte ich mal. War nicht der letzte. Ah ne, doch, ich habe mich gekillt. Jetzt mal 3667. Code akzeptiert. Ja, jetzt geh mal gucken, die Tür. Kostet die 0? 0, ja. Heftig, Alter. So geil mit den Codes. Ja, Mann. Schlagring kostet 5000, nicht 6000. Da kann man nicht sowas eingeben, Waffen kosten weniger. Ist nicht dein Tag heute?
Wäre auf jeden Fall ordentlich, ne? Aber wir sollten jetzt mal langsam Packer Warte, nicht nehmen. Ich hab das noch gar nicht angesehen hier. Wir sollten mal langsam Packer fangen, damit wir nicht so lange... Ja, wir sind voll gut unterwegs, 108, Alter. Ja, ich weiß, damit wir nicht so... nicht das Ganze so herauszögern mit den Waffen-Upgrades. Weißt du? Ja. Ja, das war jetzt viel schlauer, uns die Tür aufzumachen, anstatt uns 1000 Punkte zu geben. Ja, das hat uns 2000 gespart. Deswegen. Ja. Lass mir kurz einen nehmen. Ah ne, wir können direkt nächste Runde starten. Hier kannst du nochmal nehmen, wenn du willst. Na warte. Dank mir einfach später, Freunde. Warum kommt das so oft? Woher kommst du überhaupt? Kommst du dann vor? Nee, von Felbert. Wer ja, du? Düsseldorf! Sag ihm, wer ist Düsseldorf, den ist er. Ja, lass dir jetzt einen am Leben lassen und er kriegt ihn schon kurz. Einen am Leben lassen, okay. Machen wir. Ich kaufe mir jetzt zu lange nochmal eine zweite Waffe. Ich kann auch Zeitgeschenk anmachen. Aber. Ja, ja, genau. Aber willst du jetzt eine zweite Waffe gleich mitpacken, oder was? Ja, ja, genau. Zwei Waffen. Ja, ich mach nur eine, weil... Wir haben da gleich Indie-Breaking. Ja, aber... Oder? Ich meine, damit wir, falls auf der einen nicht mutiert oder rote Leitung kommt, das... Weißt du? Aha. Die Munition ist schneller weg, als ich gedacht hätte. Ja, ich will wieder die Strom-Raygun haben, die V. Ja? Passt ja zu mir, ne, V? Raygun Mark II V, Alter. Das V ist ja, steht ja für Vectic, wie man weiß. Schon damals bei BO1 mit dem Visier. Ja. Das wusste der Pistolfahrer, ne? Die erste Pistolfahrer. Oh, chill mal, ne? Letzten und so. Mein Munitionsvorrat ist leer. Leichtsinnig, Takeo. Leichtsinnig. Doch, ich hab einen, ja. Ah doch, ich hab einen. Warte, sag, wenn noch nicht eingeben. Ich gehe schon mal runter, damit ich dann direkt ausnutzen kann, weißt du? Ja, so machst du das. Ich guck mal, dass ich einen Zombie hinter mir herziehe. Weißt du den Code zu Feuer? Da hab ich ihn. Ja, 7225. 7. Kann ich machen? Warte, ich setze jetzt Zeitgeschenk ein. Kannst du einsetzen. Akzeptiert. Ich hab den Drop hier noch nie gesehen, Digga. Er ist voll nice. Komm denn. Dennis. Das sieht cool aus, ne? Würde aber ich den habe ich als Arschgeweih tätowieren. What the fuck? Was? Okay, was machst du jetzt? Willst du gerne ein Arschgeweih haben, ne? Ja, ja. Geil, Alter. Alle Schwuchteln haben das bei mir in der Stadt. Was dann denn? Dann sagst du ja selbst von dir aus, dass du eine Schwuchtel bist, ne? Ja, ja, bin ich auch. Okay. Ja, ich will Geschlechtsverkehr mit dir haben, Dennis. Ja, aber das habe ich dir aber auch ein paar Mal gesagt, das, Digga. Das darf Nati doch nicht wissen, gell? Die weiß das. Ey, was? Ist das also eine offene Beziehung, oder was? Zwischen uns beiden. Nee, das ist, kannst du ja nicht Beziehung nennen, Digga. Ich will dich einfach nur für Geld ficken. Was? Ist okay. Nein, Quatsch, Alter. Jetzt hören wir mal auf hier mit der Scheiße. Sonst kriegst du noch einen Bann. Einen Twitch-Bann. In Deutschland sind die sehr streng, hab ich mir sagen lassen. Boah, nicht nur in Deutschland. Komm, mach, ich hab alles, was ich brauch. Was hast du alles? Ich hab Kilowatt und Tonnen. Du musst das. Ich mach mir, du hast beide schon gemacht, oder was? Die wir ja, brauchen. Ja, genau. Ich hab auch Kilowatt. Ja, Kevin ist schwul, sagt Nati. Ja, Dennis, drück mal Pause. Kevin muss kurz hochkommen. Ist, was? Kommandiert. Kevin ist da. Wobei Kevin ist da. Aha, das kann doch nicht wahr sein. Machen wir kurz. Ah, ich muss ihm Marihuana geben. Nein, das meine ich ernst. Das ist CBD. So. Dann bis gleich, Jungs. Bis gleich. Ich muss ihm echt geben.
So, da sind wir wieder. Also ich bin da. Ich weiß nicht, ob Kevin da ist. So. Denn es machst du nach dem E-Stack noch weiter. Ja, ich werde auf Highroad gehen. Boah, 35.000 Frames verworfen, Alter. Ich pack's nicht mehr, Alter. Mein Lieblingsmoderator, der Stuhl ist wieder da. Nice. Danke. Stream ist morgen auf, ja? Ja, ich habe jetzt auch gestern, vorgestern, vorvorgestern gestreamt. Also ich habe mir da mal eine 4-Tage-Streak hinter mir, ja? Und die wird auch noch 2 Wochen so weitergehen. 2,5 Wochen weitergehen. Danach wieder für 2 Wochen Pause, weil ich ja dann im Urlaub bin. Und danach wird wieder aktiv gestreamt. Ne? Danach gibt es wieder keine Pausen, etwas länger. Ja, wird es geben. Keine Sorge. Bender. Wo bist du im Urlaub? Dubai. Könnt ihr mal nach dem Hotel gucken? Das nennt sich Double Trees. Also doppelte Bäume im Endeffekt. Dubai Double Trees. Was ich schon lange nicht mehr gemacht habe. Dennis 0333 haut einen. Vielen, vielen Dank dafür, Mann. Vielen Dank für den Vorschlag. Na, Mann, ist. Ich hoffe, das wird geil. Fuzzi. Ich hoffe, das wird echt geil. Ich bin halt mit der Family da, ne? War mal wieder nice und kurz. Cool. Gehe jetzt noch mit meiner Freundin in John Wick schauen. Schau mal die Tage wieder vorbei. Haus rein, du Mix, Haus rein. Viel Spaß auf jeden Fall. Hier, wie heißt du nochmal? Chacon, bist du noch anwesend? Bist du noch hier im Stream, Chacon? Chacon, ob du noch. Ich glaube nicht. Leider nicht. Ja, Flex. Aber extrem heiß dort. Ja, ich mache mir da auch ein bisschen Sorgen um meine kleine Nichte. Weil es halt mega heiß ist dort, ne? Da gelten nochmal andere Wetterverhältnisse als hier in Deutschland. Ne, Kevin? In Dubai. So, weiter geht's, oder was? Ja, weiter geht's. So, wir haben beide gepackt. Kilowatt. Damals hieß das doch anders, oder hieß das immer schon Kilowatt? Das hieß damals tote Leitung. Ah ja, genau. Bei BO3. Aber warte mal, lass uns erstmal dein machen. Ja, ich weiß schon, wie das geht. Hast du auch tote Leitung? Ja, ja, ne? Mit meinem Zombie, ne? Nee, du musst nichts töten jetzt. Ah, ich muss da nur gegenschießen. Du musst da nur gegenschießen hier bei den Generatoren. Es gibt 3 Plätze. Ah, ich sehe den schon. Ja, ich sehe ihn auch schon. Einfach gegenschießen, genau. Aufheben. Da ist ja genau das. Oben einlegen und füllen. Nein, nicht einlegen. Jetzt warum? Die Strommäste. Ja. Jump, Alter. Ja, ich mach das. Ich hab voll Bock drauf, Alter. Ich guck mal, ob ich auch schon mal einen sehe. Nee, ja, irgendwie nicht. Ist keiner. Auch nicht. Komisch. Oder musst du denn doch irgendwie erst einlegen? Doch, probier einlegen, glaube ich. Nee, ich glaube, das Einlegen ist nur zum Seelenfüllen. Ja? Warte, ich guck mal. Ja, stimmt. Erstmal die Dinger anschießen.
Aber es ist PlayStation 4, ne? Man muss immer ein bisschen warten. Ja. Ich vergesse nicht, ich bin ein Genie, kein Kratzbaum. Geil. Ich sehe aber auch gerade keinen Kevin. Das hat er zu dem Zombie gesagt, ne? Ja. Schieß mal einfach random auf einen, vielleicht geht einer an. Muss öfter dran schießen. Ja, ja. Das Ding ist hier ist er. Da. Jetzt bin ich mal gespannt, welchen du meinst. Welchen? Der da vorne, von hier aus hieß. Den habe ich schon angeguckt, Alter. Nee. Weiter links. Ah, den da. Okay, das wäre es jetzt gewesen, ey. Fertig, ne? Ja. Jetzt ist es der. Ja. Jetzt ist es der, oder? Nee. Nee, der hier, glaube ich, oder? Ja, der war's. Über dir, der. Okay. Da, hier, der hier. Vor uns. Der hier habe ich gar nicht gesehen gerade. Eier von uns. Wer hat gemacht? Der Respawn Energy. Dankeschön für deine Unterstützung. Einer von uns. Warte, ich mal einen Zombie und hoffe, dass ich direkt einen Mutierten bekomme. Das ist schon sick. Ja, Mann. Nice. Wurde direkt einer? Ja, Mann. Also ich kann jetzt meinen Schritt machen, du machst deinen, ne? Genau. Nice, Alter, nice. Ein Robot-Feeling. Ja, irgendwie schon, ne? Es ist so wie Cyborg-Zombies. Habe ich auch schon gesagt zu Dennis. Mit einer leeren Waffe überlebe. Also es ist richtig heftig wie Cyborg-Zombies. Also 1:1 quasi. Es ist... Das ist, keine Ahnung. Findest du wirklich? Ja, Mann. Du hast es ja nie gespielt, China. Ich hab das nie gespielt, ja. Deshalb ist es genauso. Alles genauso, Mann. Müssen wir eigentlich nochmal machen, ne? So zusammen. So. Ah, mit so einem Ping, Alter. Ich freue mich wieder auf Kassenbombis. Oh ja, es gibt gar Kassenbombis. Echt, echt? Atomment, glaube ich. Ja, Mann, ich hab verbockt. Und ich will mal für BO1 spielen. Haben wir ja vor kurzem. Was haben wir vor kurzem? BO1. Halt ein Random, aber. Aha, ja. Schon fertig oder was? Ja. Nee, ich. Also. Ich schon. Oh yeah! Nee, ich will auch mal WO3 spielen, so Shadows. Ja, Mann, das habe ich auch vor 4 Tagen gesehen. Firewall 5 gemacht. Mega geil. Ey, hier ist dein Ding, dein Teleporter-Ding. Wo? Hier oben bei den Gebräu. Ja, setz da mal bitte den Teleporter hin. Hab ich? Aber nicht teleportieren, bitte. Hier. Ich darf das nicht berühren, oder? Nee. Also berühren schon, aber auf dem Teleporter darf es nicht draufgehen, sonst teleportiert es weg. Ah ja. Beim Gebräu, also oben. Oder was? Beim Gebräu, Digga. Direkt beim Gebräu. Ich bin fast. Ja, I'm special. Ich denke, Sie werden bald feststellen, dass sich die Strahlenkanone Mark II ausgezeichnet zur Massenkontrolle eignet. Mir jede Raygun, die es jetzt hier gibt, jede Mark II will ich mir machen, Alter. Ich habe ja auch noch nicht alle gemacht. Ich meine, in echt machen, an meine Wand hängt. So wie meine Raygun im Hintergrund, über meinem Jack. So, das war's. Sorry, ganz kurz. Warte, ich will ganz kurz den Code nochmal für Pack-a-Punch. Ah, du weißt den ja. Sag mal. 7225 war das, wenn ich mich nicht irre. Für Pack-a-Punch? Ja. Geht nur einmal. Sicher? Ja, man kann das nur einmal machen. Wird das erzählt? Oder Jungs, dann kann man da nur einmal eingeben. So. Naja, stimmt. Hat er nicht akzeptiert. Kommst du runter, damit ich meine Seelen füllen kann? Ja, ich hab keinen mehr. Soll ich töten? Ja, töten. Ich hab keinen mehr, soll ich einmal töten? Nein, ich meine, ich hab keine mehr. Also. Kann man jeden Code nur einmal eingeben? Ich glaube, manche gehen zweimal. Ich bin mir aber nicht sicher, welche. Ich glaube, das verlangsamen geht zweimal. Oder Olaf? Ich bin jetzt hier. Ja, es geht. Du kannst auch außerhalb des Kreises töten, Kevin, nicht nur da drin. Also wenn du Mark II machst, meine ich. Es zählt, dass du da drin bist. Ja? Ja.
akzeptiert. Ja, wir haben 1000 Punkte gekriegt, weil ja. Hat geklappt, okay. Aber man darf den Ring nicht mehr verlassen danach. Aha. Könnten wir schon einen Rager machen, oder was? Ja. Weißt du, wie die gehen? Nee, leider nicht. Ich kenne nur die zwei, die wir gemacht haben. Na gut, aber hier stehen ja die Anleitungen. Gibt noch Akimbo und sowas. Ja, habe ich auch schon gehört. Ich glaube, das dauert echt lange, oder? Hm. Weiß ich nicht. Aber warte mal, hier ist blau. Blau ist für... Ich brauche noch Zombies, Kevin. Ey, blau ist für... Ich habe keinen mehr. Blau ist für... Kyro, oder? Kryostarre, ja. Ich denke mal, da muss man auch nur gegen schießen, kann das sein? Es gibt zwei verschiedene Codes für verlangsamen, deswegen zweimal. Ach so. Er ist doch schon fertig, oder nicht? Mhm. Dann verschwindet nämlich der Ring auf dem Boden, wenn es fertig ist. Mein Gott, ich hätte nicht so viel töten sollen oben. Sorry. Jetzt sogar fertig geworden, mit dem letzten. Okay. Ja, und man kann hier auch noch packen, oder was, diese Waffen? Die nee. Ray Guns? Ja. Ja, komm mal. Sicher? Ja, hab ich gemacht. Boah. Ich habe aber auch eine Merkmal. Jetzt kann man gar nichts mehr lesen, Alter. Es ist so klein geschrieben. Ja, Mann. Aber jetzt hat sie 150, Digga. Hast du die gepuncht? Ja. Aber oh, die ist hier größer. Die ist so groß wie ein Sturmgewehr, Alter. Die Waffe. Ja, nein, nicht durch zweimal packen, sondern generell, finde ich. Also sind sie ein bisschen größer als damals bei BO2. Ja, aber viel größer. Aber wenn ich bei mich BO... nicht irre, hat er sie auch da nicht mit zwei Händen gehalten. Nee, da hat er mit nur einer, oder? Bei BO2 hat er sie mit einer Hand gehalten, glaube ich. Nee, hat er gar nicht. Doch, hat er. Ey, bin verwirrt jetzt. Ich glaube, er hat sie mit einer Hand gehalten. Kevin. Was denn? Wir können jetzt den Fernseher anschließen. Die doppelte Mark II ist so geil. Ja, wie geht die denn? Kann man das mit jeder machen? Wie mit jeder? Also mit, Nein, nein, das ist nur die. Die. Guck mal, du hast jetzt unendlich Munition oder was? Mit der. Ja. Ich denk mal Feuer ist für die Kimbo. Mit zwei Händen. Okay, mit zwei Händen ist damals gewesen. War auch schon? Ja. Danke. Also die ist ja auf jeden Fall irgendwie größer. Ey, Digga, wenn man so viel Ammo hat, wenn man die gepackt hat, man, das ist ja verrückt. Macht man damit auch Headshots? Lass mal einen am Leben killen, bitte. Wie kann man denn seine Headshots sehen? 82. Bestimmt machst du damit Headshots. 82. Oh mein Gott, ich sterbe gleich. 2 HP, Alter. Warte. Ne, macht man keine Headshots mehr. Schade. Oder ich treffe einfach nicht, aber kann ich mir nicht vorstellen. Der war getroffen. Ne, mach's keinen Headshot. Wolltest du Kevin einen am Leben lassen, ne? Ja. Damals nee, war die Raygun. Damals war die Raygun ja so eine Headshot-Maschine, die Mark II. Ja. Damals hat sie cooler nachladen. Ja, jetzt lädt sie echt langsam nach, muss man dazu sagen. Das kann man ja gar nicht nachladen. Ich weiß gar nicht, wie die Nachladeanimation hier aussieht. Genauso oder was? Nee, besser. Aber sie hat langsamer nachgeladen. Also lädt langsamer nach. Okay. So, und in welcher Zeit spielt das jetzt hier? Das Nuketown 2025. Ich hab keinerlei Ahnung. Hey, Freeze. Wo war denn der brummende Fernseher? Oben, ne? Dinner. Im Dinner, sicher. Ja, da hast du den ja gehört. Nein? Doch, doch. 100%. 1000. Ja? Ja. Ich schau mir mal kurz den Lack, ich bin so mega langsam. Du läufst richtig. Ne, rechts. Ja, nach hinten und rechts. Okay. So läufst du falsch. Wo lauf ich falsch? Ja. So kommst du nur bei der Brunnen raus. Kommst, kannst mir hinterherkommen. Ja, jetzt halt ich mich hier echt voll auf. Ich glaube, der war oben. Ich hab oben gesagt. Alter. Hier ist er, du, bei dir ist er jetzt gerade. Warte, hundertprozentig eigentlich. Ja. Nein, ich hab... Echt? Ja. Also, ich dachte, ich hab die oben gehört. Wie viel davon, wir haben zwei Zombies, ja.
Dann weiß ich gar nicht, ob wir noch zwei haben. Ja, ich glaube schon. Wenn du keinen getötet hast, dann haben wir noch zwei. Ich glaube, ich habe getötet. Alpha Omega spielt direkt nach BO1 Multiplayer Atombombe. Nach einer Runde. Okay. Was? Was nochmal? Alpha Omega spielt direkt nach Black Ops 1 Multiplayer Atombombe nach einer Runde. Du taserst jetzt einen von denen? Mhm. Wenn der in der Nähe ist. Untertitel hast du an? Ja. Geht die Seele da rein, oder was? Oh, warte, ich muss mir andere Waffen lassen. E. Halt den Zombie, ja? E. 1045. B. 6 0 0 F 1 1 4 5 0 0 0 8 3-0 war das. 1 2 1 5 D 0 8 3 0. Ich weiß gar nicht, ich muss nochmal anhören. Ich weiß nicht, ob ich mich... Dankeschön, McTowdy, 45 Monate Folge. 3-0, okay. Oh, warte. 1-0-4-5. Okay, haben alles. Ja, nicht okay. Töten bitte ganz kurz. Wo nee, ist, nee, wir machen wo jetzt ist Quick? Quick? Was hast du denn? Wo ist das denn? Auf welchem Slot? Ich glaube, oben ist das. Oben, ich weiß, wo es ist. Auf welchem hast du es? In der Garage. Also, Cola ist in der Garage hier. So, jetzt müssen wir die Uhren finden. Die Kraft durch mich hindurchströmt. Für was? Oh. Wie viele Uhren gibt's? Ich glaube, 5. Für was steht denn jetzt diese 10 am Haus zum Beispiel? Hab eine Uhr. Ja, ja, warte. Aber am Haus muss hier ein Dings Buchstabe stehen oder eine Zahl. Warte. Briefkästen. Ah, Briefkästen haben die Buchstaben. Ah, da. F. Kevin. F. Ja, F. Wir müssen erst in einer bestimmten... in einer bestimmten Reihenfolge eingeben oder ist das egal? Wenn also müssen wir jetzt erstmal E, B, F, D, C machen? Ja, nach der Reihenfolge. Okay. Reihenfolge ist egal. Das wie hat sie wie die Reihenfolge gesagt? E ist zuerst dann, warte. Ich guck mal, wo E ist. C. Oh, schnell der Briefkasten. Ich finde den hier auch gerade nicht im Briefkasten von dem Haus. Da, das ist D. Okay. Okay. Sind hier auch oben in diesen Häusern? Ich weiß, dass hier eigentlich auch ein Briefkasten war bei der normalen Nuketown Map. Hier ist C. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Am Boden? Am Boden? What the fuck? Boden? Ja, hier. B. Wir brauchen zuerst E. Ah, ja, dann ist doch ganz klar, wo E ist. Das linke Haus, das erste, ne? Ja. Dachte, hattest du geguckt, Schätzlein. Nein, ich bin direkt bei dem Haus gewesen, wo du drum warst, bei der Pyramide. Ja, hier ist E. Ja. E ist 10.45 Uhr, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Such gerade die Uhr. 10.45 Uhr? 10.45 Uhr, ja. Mit ja. Messern, mit Messern kannst du eine Stunde. Krass. Warte, warte, entriegelt. Hat der jetzt die Mark II geöffnet oder was? Tatsächlich, der hat die Mark II geöffnet. Kann man die nehmen? Ja. Aber echt? Da gibst du deine weg. Aber dann landet sie eigentlich im Schrank von dir. Leg mal deine ersten in den Schrank ab, Kevin. Und dann nimm die.
Dann hast du die, die ich habe. Das ist die Y. Ja, das ist die, die ich habe. Ja? Nee, das ist die normale Gewandstufe. Sicher? Ja. Dann, die Namen sind so klein, dass ich es gar nicht lesen kann. Kann ich die hier zufällig auch in den Schrank legen? Ja, geht. Nee, aufnehmen. Das Chassis. Guck mal, ob du die wieder in dieses Dings legen kannst, in das Fach. Nee. Schade. Ja, jetzt müssen wir B machen, Kevin. Ja, B war ja ganz vorne. B, 6 Uhr morgens. Na, ja, mach ich. War hier vorne. Sind die Uhren diesmal richtig? B, ne? Ja, B. So wie, nicht so wie bei Voyage. 6 Uhr? Ja, 6 Uhr. Ach, da war die. Warte, geh mal weg, ich hab einen Zombie. Ich versuch ihn zu nehmen. Ja. Sicherheitsfreigabe grün gewährt. Okay. Jetzt. Welches jetzt? F. Aktiviert. F war hier. 11 Uhr 45. F. Ah ja, genau, hier war's. Wie viel Uhr? 11 Uhr 45. Dann D. 11 Uhr 45, ja? Mhm. Wie kommst du da jetzt drauf? Wir haben den Code F11 45. Und dadurch 11 Uhr 45. Jetzt kommt D, Kevin. Was für AP und D Gegenmaßnahmen aktiviert? AP, keine Ahnung. D, wo war nochmal D? Ist das das Haus hier? Nein, nein. D? Ach, D, ja. Das hier. Wo hast du denn hier einen Briefkasten gesehen? Da, ah, da, okay, 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 okay. Ah, da. Wie viel Uhr? 8.30 Uhr. Nein, jetzt hat's übersprungen, Alter. Oh mein Gott. Oh, ist ja belastend, Alter. Also das geht schneller als Knifen. Wenn du einfach gedrückt hältst, habe ich das Gefühl. Weil beim Knifen kannst du nicht immer sofort wieder Knifen. 8 Uhr was? 8.30 Uhr, Kevin. Nicht vergessen, der Zombie blutet nach 10 Minuten aus. Ne? Na, also. Ist 8.30 Uhr. C, 12 Uhr 15. Das C war hier und nee, da nicht. C, 8.15 Uhr? 12 Uhr 15. Wo ist die Uhr? Ich benutze, ich komme. Hier. In dem Gefängnis warst du voller Furcht. Furcht vor dem, was du glaubtest, es läge 12 Uhr 15, ja? Mhm. Warum reden wir überhaupt darüber, Takeo? Okay. Alles ist doch. Das war's, was? Ja. Waffenlager des Gefangenentrakts. Das ist ja da drinne. Da, wo wir gerade den letzten Code eingegeben haben, ist der Gefangenentrakt. Er ist voll geil mit einer normalen Rager Mark II. Ja? Ja, Mann. Voll nice. Jetzt siehst du auch den Nachlager nicht. Mach ich mir gleich mal an. Ja. Ja. Was müssen wir jetzt machen? Voll nice, Mann. Ich hab die voll gerne, die normale. Ich will meine andere wieder haben. Na, Mann, aber du kannst Kevin und meins schon gleichzeitig gucken. Sogar richtig geil mittlerweile haben die das gemacht. Ja, ich hab mir jetzt noch nicht so ganz mal angeschaut. Doch, hast du schon mal angeschaut? Ja, aber nicht, wenn du sagst, die haben es immer verbessert. Das brauchst du doch, oder? Was? Das hier, das Power. Was also, mein am Leben? Ja, ich hab. Ich will mal eben nur ein Schild holen. Wir haben hier noch einen Kriecher. Ja, Schild wird sogar schon geschrieben hier von dem Z-Marco, der denkt, ich ignoriere ihn. Habe ich nicht ignoriert, Digga. Ich war gerade on focused. Ich grüße sie. On focused.
So, after. Warte, ich übersetze mal ins Deutsche, das ist witziger. Gehen Sie zu dem Haus, in dem keine Uhr eingestellt ist, integrieren Sie mit der Uhr, nachdem Sie alle Uhrzeiten eingegeben haben. Es sollte sich wild drehen und dir eine Zeit geben. Die Zeit. Was? Die Zeit, die Sie erhalten, entspricht den Zahlen, in den Computer eingeben müssen. Okay, also. Mhm. Da, wo du jetzt bist, da haben wir keine Zahl eingegeben. Ja, dann machst du das mal. Ich habe schon gesehen. Nämlich A. Guck bitte alle mit zu, Jungs, falls ich es verkacken sollte. Such die Uhr. Ist wahrscheinlich oben. Ist oben, glaube ich auch. Küche. Da. Hast du sie? Da dreht sich aber nichts viel wild. Wunderbar. Hast du angemacht? So, 9 Uhr. Was? 6:45 Uhr. Du hast doch gerade dran gedreht, Alter. Ja, du doch auch, oder nicht? Nein, ich nicht. An der hier jetzt gerade? Ja, guck mal, ob das nochmal vergeht. Nee. Ja, dann müssen wir die Uhrzeit eingeben. Okay, also 5:45 Uhr. Was? 5:45 Uhr, Digga. Was? Hat mir auch ausgesehen, als ob es auf 6 steht. Also 05? 45 dann. Nope, tut mir leid. Was? Ich traue Ihnen immer noch nicht. 0545. Hast du eingegeben, oder? Na. Ja, geht nicht. Sie ist locker, die Sache. Sie werden die Grundwerten von Broken Arrow beweisen müssen, bevor ich Ihnen die Schlüssel zum Königreich aushändige. Beweisen Sie die Nacht über, dass unsere Flagge noch da ist. Was? Was auch immer das für Grundwerte sind. Eindeutigkeit gehört nicht dazu. 17:45 Kann das sein? Nein, die haben in Amerika keine solche 17 Uhr. Sagen ja, eigentlich nicht. Nein, sagen die auch nicht. Ja, war richtig, sagen sie. Was war richtig? Was war richtig? Das war richtig, was wir gemacht haben. Anscheinend soll das so sein. Ihr habt den Step. Oh, okay. Okay, woran sehen wir das? Also Rushmore wird dir jetzt sagen, dass du irgendwo auf der Karte einen roten Nova 6 Crawler finden sollst. Such den Crawler und lass ihn zur Transfunktionsanlage folgen. Also, ich lese nicht so wie ein Laminator, das Ding ist einfach, ich habe es mir aufs Deutsch übersetzt, deshalb scheint das so komisch. Also, wir sollen auf der Map einen roten Nova 6 Crawler suchen. Nochmal. Aber warte, halten Sie. Broken Arrow Grundwert 1. Folge allen Wegen der Wissenschaft und Innovation. Was denn das jetzt gemacht? Ich habe ihn nochmal aktiviert, den Computer. Irgendwo hier ist ein bestimmter Nova 6 Kriecher, den Sie finden müssen. Aha. Er zeigt eine ungewöhnliche Reaktion auf Element 115 und ich würde das zu gerne analysieren. Okay. Du experimentierst mit 115. Warte, was müssen wir jetzt mit dem machen? Wie viel von meinen Folgen? Einfach nur folgen? Ja. Zur Transfusionsanlage folgen. Und dann kriecht er hier in die Barriere. Warum kommen Zombies? Hier ist nur. Oh doch, es kommen mehrere. Sie haben den Kriecher gefunden. Oh, der ist bei mir. Der ist bei mir. Komm. Ah, der greift mich an. Okay. Der darf nicht sterben. Ja. Wohin zur Operation? Wohin? Zum Fusionsdings da, was ich gerade gesagt habe. Wo ist das? Bist du an der Oberfläche oder im Untergrund? Ich bin noch im Keller. Ich gehe jetzt aber. Okay. Ich weiß nicht, wo der ist. Wo ist der? Transfusionsanlage, Dennis, wieder hin. Ist der bei dir jetzt vielleicht? Weil bei mir Nein. Ist er nicht mehr. Ich bin jetzt zu dir, Alter. Haben wir ihn jetzt verloren? Transfusionsanlage. Wo ist die denn, die Anlage, Alter? Ah, das hier, denke ich mal. Die Pyramide. Kann das sein? Ah, hier ist er. Warte, ich lese kurz schnell. Zweites Haus von links. Wo ist er? Da hinten. Ah, ja, ich sehe ihn. Komm, hoch. Der Grundwert von
Wieso hast du ihn getötet? Hab ich ihn getötet? Ja. Oh, sorry, Alter. Ich habe einfach nur geschossen. Das müssen wir jetzt einfach nur nochmal machen, ja. Aktivieren. Ne, er sagt, versuchen Sie es nochmal. Ja, versuch mal zu aktivieren. Wenn nicht, dann kill ich den Zombie. Meinst du nicht, dass wir ihn jetzt suchen können? Einfach, weil er hat ja gesagt, wir müssen eine neue Runde starten, wird hier gesagt. Ah, okay. Das gelbe Haus zwischen dem grünen und blauen. Das gelbe Haus? Das gelbe Haus zwischen dem grünen und blauen. Ah, ich bin hier, Transfusionseinrichtung. Da steht doch über der Runde, wo man... Steht sogar da? Ja, guck mal über der Runde. Ah, ja, ich sehe es, ja. Okay. Am liebsten wäre es, wenn wir alles einmal ansammeln. Das, weißt du? Das geht ja nicht. Bei dem Schritt spawnen die, hast du ja gesehen. Aber ich kann alle langsam machen. Ja, ist eine gute Idee. Wie ist der Code nochmal dafür? Es gibt zwei Codes hier dafür, oder? Na, warte. Na, guck mal eben. Es gibt Noob und Noob. Er ist mit einem Schuss tot, okay. Wir dürfen überhaupt gar nichts dran schießen. Ja, gib einfach den Noob-Code ein. Warte. Und den einfach. 3279. 3279, 3279. 3279, mach ich. Ey, fuck, Alter, sag doch Bescheid, Kim, bitte. Oh, sorry, Alter. Ich muss mich daran noch gewöhnen. Ich hab gerade... 3279. Wir merken, Alter. 3279. Es tut mir leid, Dennis. Ja, ist gut. Pause drücken ist aber auch, ne, muss man sich erstmal dran gewöhnen, ne? Ja. Schon mal kurz neu schütteln. Das tut weh. Immer. Jedes verdammte Mal. Ich laufe, Alter. Jetzt gelaufen bin, Alter. Boah, du bist richtigen Umweg gelaufen. Mhm. Ich frag mich, ob das eine Unlimited Round ist, bis man die tötet. Ich denke schon, ne? So, runter. Gaskriecher! Obwohl sie keine Würde haben, keine Seele. Ist der nur unten im Keller, der Rote? Daran, sie zu töten. Hast du nochmal aktiviert, Kevin, den Computer? Kann man das überhaupt? Ah ne, muss er nicht. Der spawnt dann so, glaube ich. Weiß ich nicht. Ich glaube schon. Also du wirst auch eine Sequenz hören, dass irgendwas von einem roter Crawler sagt dann irgendjemand was. Ich hab noch nicht gefunden. Doppelte Punkte. Hab ihn schon auch im Garten gefunden. Oh, okay. Gut, dass du sagst. Im Garten. Also auch außerhalb, überall auf der Map kann er dann sein, ist wahrscheinlich. Spawnt er einfach so, dann müssen wir erst den Computer dann neu aktivieren. Ist das Nukton? Das ist Nukton, ja. Aber ich gehe mal kurz den Computer, vielleicht müssen wir echt neu aktivieren. Wo er gesagt hat, versucht es noch einmal. Kann ja sein. Nee, es steht nichts. Das spawnt einfach so. Okay, danke. Auch wenn man langsam gemacht hat, alles eingestellt hat. Ich hoffe.
Habt ihr schon eine neue Runde? Ja, ist eine neue Runde. Warst schon im Diner? Ja. Ist sicher eine neue Runde? Eigentlich schon. Ich habe eigentlich eine Runde gestartet. Ich glaube auch. Ah, hier ist er. Zweite Chance, Eindringling. Ja? Machen Sie es jo. Besser. Boah, der ist aber auch mega langsam. Der wird auch langsamer, oder was? Er ist einfach so wie Nova Kriecher bei BO1 in Runde 1. Quasi. Oh Gott. Wohin will der denn jetzt? Will er uns angreifen? Ja. Wie tötest du die gerade? Schlappen. Boah, Digga, wie langsam der läuft. Hä? Das ist mega langsam. Und wir dürfen nicht zu weit weg von ihm. Bleib also am besten gemein in seiner Nähe. Werden wir vorgewarnt, wenn es hier gleich wieder rund geht? Ne, ich glaube nicht. Mein Schild ist gleich kaputt. Wo ist er jetzt? Machen wir mal eben ein neues. Vorsicht, ne? Instakill. Ja. Wenn der Nuke ist ja auch tot, oder was? Ist wahrscheinlich. Ja, das Bullknife gab es hier schon immer, oder was? Ja. Da gibt Ballistic Knife, gibt es eine Kiste, ne? Das hat sich auch schon gezogen. Und mit auch mit Bullknife? Ne, leider nicht. Noch nicht probiert. Hey, die Seele ist gerade irgendwo hingeflogen von dem geneiften Kopf. Ich will es mal haben, Alter. Ah, du bist ja gleich schon da, Digga. Wenn du an der Oberfläche bist, nur geradeaus. Ja, ja. Dann nur geradeaus. Ja. Mit 1000 Zombies um ihn herum, Kevin. Dann schaffst du schon. Er überlebt die Nuke. Okay, danke. Kevin, da war. Also. Ja, ja, gerade. Ich muss nicht dabei bleiben, Dennis macht das schon. Guck mal, was hier hinter dem alles. Ja, Freunde, da ist mal so ein paar Waffen aus. Ich werde von einem unsichtbaren Zombie geschlagen. Echt? Das ist ja. Oh, die laufen wieder. Oh, oh. Metaphorisch. Oh, gut zu wissen, danke. Oh, oh. Oh oh, Kevin, ich brauch deine Hilfe, glaube ich. Hast du echt? Ja, du musst ihn mal hochholen. Ich behalte alle Zombies mal hier. Okay, machen wir so. Gute Idee. Und clever. Lieber Papa, das machen lassen. Der ist noch unten. Wenn du ihn tötest, meinst du vor neu? Was laufen wir mit? Was für eine unerwartete Entwicklung. Nicht töten. Ja, die paar, Digga. Ja, komm, Digga, mach sie halt Platz. Der überlebt ihn. Ja. Aber ja, wurde gerade geschrieben. Jetzt alles wo ist er denn? Ja, er war hier gerade unten. Bis die dann alle angefangen haben zu laufen, wie die Verrückten. Oder ist er schon oben gewesen? Nee, der war hier, ist er wieder. Alter, der ist zurückgelaufen. Warum macht er das denn? Oh. Was könnte uns denn da jetzt helfen? Ja, dass wir ansammeln. Und angesammelt. Weißt du? Willst du jetzt hier einen auf Klugscheißer machen, Sherlock, ja, oder was? Ja. Überlebt ja auch die Fallen? Alter! Sag doch was, dass du da drin in Data seid und ein Gangbang. Warte. Ja, ist ja gut, zurück. ich seh's ein, Digga, andere noch mehr sind. Ja, warte, ich muss grad gucken, dass ich hier lang laufe. Ich seh es ja ein, denn es tut mir leid, okay? Okay, okay. Ich akzeptiere es. Ja, ich bin da. Ja, komm mal, komm. So, was will der denn hier, Alter? Warum ist der denn hier? Wir müssen ihn gleich mal von der Horde trennen. Mach der ich. Ist so gut wie getrennt von der Horde. Ja, ich weiß. Noch mehr als 24 Zombies hier, oder? Es sollten 24 sein. Da ich hab er, eigentlich ja alle. Ja, ich weiß. Ja, fast. Ein Schuss, der ist tot, aus. Ja, ein Schuss, der ist tot. Eine Kugel. Mhm.
Auch aus der Schnecke. Das weiß ich. Das ist mal auf dich Fokus gewesen, Alter. Immer noch, oder? Nee, nee. Ey, Digga, ich schwöre dir, ich habe nicht auf ihn geschossen, Mann. Oh Gott, denn ich bin so leid. Ich habe aber echt nicht auf ihn geschossen. Nur auf die Zombies neben ihn. Mann, okay. Es tut mir leid, Alter. Ja, du, als ob ich das mit Absicht mache. Nein, ich sag das. Muss man den Computer jetzt aktivieren? Nein, das war Runde 16 sollten wir eben mit dem E-Stack starten. Ja, genau, Runde 16 sollten wir. Wollten wir, ja, siehst du. Nee, ich habe jetzt, ich weiß, dass die Raygun Mark II, die ich hier habe, dass die wie eine Tigern ist, wenn du, wenn alles, was hier vor dir steht, ist dann weg, Alter. Hunde werden chillig, also Hunde. Ja, das stimmt. Was hab ich denn da, Alter? Ich dachte gerade Tigern, ne? Wie ein göttlicher Wind. Stell dir vor. Ist der Auskurs für eine Tigern. Aber jetzt will ich mal testen. Ich versuche keine Skills gerade alles aus, damit wir. Ich meinst du, jetzt ist noch eine Unendlich-Runde? Dann bleib mal oben, lauf die ganze Zeit oben. Wir töten so lange, bis alles nur noch oben ist. Ja, obwohl, gerade haben ja, wir. Ja, das alles ist am Schlossen, Alter. Gerade haben wir alles getötet. Ne, wir haben alles oben, Digga. Komm doch hoch. Haben wir die Oberfläche. Wir laufen jetzt hier so lange in der, an der Oberfläche rum, bis alle wirklich da sind. Ich habe nämlich zum Beispiel gar keinen Zombie. Ich warte jetzt einfach mal hier an der Kiste. Ja, doch, da kommen jetzt schon ein paar. Lass aber erstmal alle töten, bis nur noch normales Druck, weil jetzt brauchen noch Crawler und den Scheiß. Was war's für ein Geräusch? Den raus und so. Echt krank. Aha, das passiert einfach so? Ist ja crazy, Alter. Ey, warum ist denn der so komisch an die Wand gelaufen, Alter? Mein Gott, der Zombie ist gerade so richtig eklig an die Wand gelaufen. Es gibt Momente, in denen vielleicht nur so. Du willst jetzt alles töten? Ja, ja, bis nur noch normale Zombies spawnen. Und Hunde und so spawnen auch nicht an der Oberfläche. Doch, die spawnen auch an der Oberfläche, aber. Er macht alle tot an, Alter. Aber sobald die normale Runde vorbei ist, Zombies entstehen. So wie es so ich es mir gerade. Hast meine Raygun sofort wieder aufgeladen, wenn ich Demo nehme? Ja. Also ich habe nur noch 3 Zombies gewinnen. Ne, ich habe gar keinen mehr. Na gut, dann müssen wir den erstmal finden, damit die Unlimited Round beginnt. Meinst du? Mal sehen, das ist ja Hightech. Heute erfüllen wir deine Geschichte. Tiwi ist hier, Alter, zum Saugen. Wir sind in der seltenen Lage, dass Quantität besser wäre als Qualität. Ich gehe mal schon mal suchen, ja. Das Minachi war das längste, schwerste Samurai-Schwert. Das ist das Nodachi unter den Maschinengewehren. Was ist das denn für eine Waffe, Alter? Mein Gott, was ist das denn, die Switchblade denn ist? Kennst du die? Keinen Fall. Also, das ist so. Digga, ich hab Affen! Ja, du hast keine Geistaffen. Aber das ist gut. Du hast den Nova. Ja. Und Zombies spawnen ohne Ende bei mir gerade. Er redet schon voll gelangweilt, hast du gehört? Alter, hier gibt's Affen, Dennis. Mhm. Hast du es gewusst? Ja, hab ich. Hab's hier auch schon. Guck mal, es ist traurig. Warum kann man bei Custom Zombies 4 gedrückt halten oder so? Oder F gedrückt halten, dann zeigt er die Waffe, wie die aussieht. Aber hier geht das nicht. Die Waffe, Digga. Also. So eine Rund, so eine Ansicht. Halt. Ich will das Ballistic Knife haben. Mit Grün. Ja, du hast doch alle. Hast keinen einzigen? Doch. 7 Stück, glaube ich. Danke, Mario. Bist du alle? Ey, die Waffe ist krass, Mann. Also. Sieht nice aus. Schieß schnell, lädt schnell nach. Na, warte, ich mache eben noch den Generator wieder aus hier. Nee, dann spawnen wir da. Ja, komm, du hast ja recht. Ja, du hast alle. Ja, so. Das ist an der Oberfläche, ne? Das ist nice. An der Oberfläche. Und der Crawler war wo? Der war da, wo die Pyramide im Keller ist. Ungefähr dort. Ungefähr dort. Hier ist ja schon wieder Exit. Wie hieß das denn da? Storage? Du bist auf der falschen Seite. Du musst genau unter mich. Mhm. Generatoren. Da ist er. Ah. Gesundheit. Oh, danke. Und der ist auch schön schnell.
Ohne diesen Crawler-Modus schon. Ja, man, so macht man diesen Schritt. Aber wollten wir ja eh Runde 16 anfangen, so, ne? Ja. Ist ja alles geplant gewesen, so. Oh, meine Nase. Oh, Gesundheit, Dankeschön. Mag dir die Waffe. Ganz netter Zuschauer, der Gesundheit. Ist so, ne? Besser als Zappen, Alter. Oh, jetzt muss ich mir eigentlich die Nase putzen, Dennis. Kannst ja Pause drücken. Ja, stimmt. Aber sag mir, wenn du wieder Pause wegmachst. Ich kann auch einfach mal richtig kräftig hochziehen, dann geht das auch. Na, jetzt nach dem Niesen ist da alles locker drin, weißt du? Ja, warte. Ja. Ah, okay. Geht schon jetzt, Dennis, dankeschön. Danke, dass du dich so um mich kümmerst. Ja, kein Ding. Mach ich doch gerne. Bist du mein Bruder. Was ist das? Oder ist das? Du bist auch halb Russe, ne? So wie ich. Nee. Ich bin voll Russe. Nein, halb Russe. Doch. Nein. Doch, deine Mutter heißt doch Sabine, oder nicht? What the fuck? Nicht? Wo will er denn jetzt rein hier? So, schon wieder. Ich dachte, er verschwindet hier in irgendeinem Zombie-Spawn. Das war's da. Ah, tut er jetzt auch. Crawls into this barrier. Make sure to let ja, die schon die before it gets there. Sei doch leise, Digga! Jetzt kann ich einen Milchshake aus seinem Hirn machen und seine Gene entschlüsseln. Hast du gehört? Kehren Sie zur Operationsbasis zurück, um den zweiten Grundwert von Broken Arrow zu erfahren. Ich kann nicht lügen. Hast du gehört, Alter? Jetzt macht er aus seinem Gehirn einen Milchshake, Digga. Ja. Warum weichen die Zombies so durch den Schüssen? Alter, Dennis! Ja. Ja, Gott. Ja, gut. Alter Schwede, hast du nicht gesehen, dass ich an dir vorbeigelaufen bin? Ich hab ein nettes, gesehen. Alter, da kommen Zombies, wäre echt nice gewesen, Alter. Ich hab ja nicht gewusst, dass du dahin wieder zurückläufst. Das letzte. Direkt... Ja, ich hab noch zwei. Oh. So, machen wir jetzt? Eine rauchen. Können wir machen, ja. Das ist eine gute Sache, oder? Wir gehen eine rauchen. Ey, ist Dennis, ich lese das 22:19, Mann. Ja, ich lese auch mal. Head of Search, activate Adam and bring him to the bunker stairs. Geh in den Lagerraum, aktiviere Adam und bring ihn zur Bunkertreppe. Das ist, glaube ich, der... Ja, der Robby, der da unten steht. Martin will react to him. And give you a 115 canister. Martin, ist das nicht der Transit? Aus der Transit Crew? Was hat denn der jetzt hier mit zu tun? Weiß ich nicht. Transit gibt's ja hier noch nicht, oder? Zu der Zeit? Wie geht's den Kindern? Alles bestens. Dankeschön. Ich bin mir nicht sicher. Nee, Transit gibt's zu der Zeit hier noch gar nicht, oder? Geht ja gar nicht. Warte mal, Alter. Das ist ja auch der Busfahrer bei Nuketown. Ja, aber der Busfahrer ist auch dieser Roboter. Und der Busfahrer ist auch hier auf der Map. Ja, stimmt. Da wird er hier entwickelt, gebaut. Alter. Ja, das kann gut sein. Alles so spannend, Alter. Die Map mag ich. Also, ich bin gleich wieder da. Ja, ich bin auch gleich wieder. Kurz Musik für euch, Boys.
So, bin wieder da. Stimmt das eigentlich, dass man jetzt bei GTA... So, genau das. Moment, ich will gleich mal reinstecken. Damit ihr mehr Licht habt, weil sonst wird es zu dunkel. Stimmt es eigentlich, dass man jetzt bei GTA 5 ins Casino gehen kann und dort jetzt pokern kann und sowas? Aber bei mir geht wieder Ampel ab, Alter. Komplette Ampel. Ja, das stimmt. Krass. Hammer. Muss ich mir das Update mal ziehen, damit Kevin ein bisschen pokern. Ey, was ist mit meinem Internet gerade los? Ich verwerfe jede Sekunde 50 Frames. Also, das ist mega belastend gerade. Ich komme nicht über 3000 Bits. Jetzt geht's eigentlich wieder. Ne, geht doch nicht. Deswegen spielt Motto auch GTA 5. Jungs, ich starte eben ich starte eben den Stream neu, das war so hart ab, Alter. Es kann doch nicht daran liegen, dass es gerade zeitlich so bedingt ist, Mann. Ist doch der absolute Schwachsinn. Gucken wir mal, ob es geht, aber ich bezweifle es. Mein OBS spielt wieder Ampel, so wie immer halt. Gestern auch, genau um dieselbe Uhrzeit, so behindert gewesen alle. Komplett dieselbe Uhrzeit. Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe heute um 13 Uhr bis 17 Uhr circa, von 13 bis 15 oder 16 Uhr habe ich mit Olaf die ganze Zeit herumprobiert und so weiter. Und da lief alles einwandfrei, ohne Drops, ohne alles. Und jetzt auf einmal wieder um diese Uhrzeit, um 22 Uhr herum. Das kannst du doch niemandem erzählen, Alter. Jetzt gerade ist am schlimmsten, ja, gerade ist es momentan richtig schlimm. Kannst du echt keinem erzählen, Mann. Jeder liegt mit seiner Freundin im Bett und zieht sich Netflix rein, ja. Die Singles sind auf Pornhub. Jetzt ist die Kacke am Dampfen, ja, Mann. Richtig Kacke. Die ist richtig am Dampfen. Schon. Ich habe einen Stream seit 2 Minuten an und habe schon 2200 Frames verworfen. Wem willst du das erzählen, Alter? Jetzt mal ernst, wem willst du sowas erzählen? Ui, such dir eine Tour. Du kommst zu einem absolut beschissenen Moment. Weil mein Internet komplett beschissen ist gerade eben, ne?
Guck mal, da hat man schon eine 400.000er Leitung. Und da wird man so richtig gefickt. Du wirst richtig gebumst, wirst du. Und dir wird in die Fresse getreten. Ich hab grad sogar schon den Server gewechselt. Bringt aber nichts. Reset dein Router, das hilft. Hab ich schon gemacht? Das ist das Traurige. Das ist das absolut Traurige daran. Also es muss unbedingt bis Freitag gefixt sein, sonst echt. Nee, ich bin jetzt über Frankfurt wieder verbunden. Amsterdam war ich davor. Ich habe kein VPN an. Soll ich VPN anhaben? Ich habe nie VPN an. Der Nachbar lädt wieder Erwachsenenfilm runter. Ich glaube auch. Ja. Das zieht einen einfach so, das macht einfach die Laune beim Stream. Man ist am Stream, man will einfach gechillt streamen und dann weißt du, ist das so beschissen, Alter. Das zieht einen einfach die Laune komplett runter, Mann. Ja klar, stream ich über OBS. Nur Kevin ist speziell und streamt über X. Das macht einem die Laune allgemein kaputt. Ja. Ist ja nicht so. Download habe ich ganz normal. Ich hab, wenn ich jetzt einen Speedtest machen würde, hätte ich einen Download von 400.000. Ja, ganz normal. Aber der Upload, der geht von. Ich, auch wenn ich einen Speedtest mache, Upload habe ich 14.000 und dann droppt er 300 Kilobytes. Und dann geht er wieder auf 14, 15, 16, 17.000 hoch und dann geht er wieder auf 300 Kilobytes. Dasselbe Spektakel können wir uns gerade hier anschauen. 45, innerhalb dieser 5 Minuten, die ich jetzt schon streame, ja, habe ich 50% der kompletten Frames, die eigentlich existieren, verworfen. Was? Was soll denn der Scheiß? Was soll los? Unity Media regelt, Alter. Ja, Unity Media macht zack mein Dick. So, los geht das. Ready? Ja. Kannst du dich noch dran erinnern, Zombies sind da dick gehabt zu haben oder so? Weiß ich gar nicht. Nee. Ja, ist gut. Das ist voll nice mit dem Pause drücken, Digga. Ja, Mann. Aber richtig heftig, oder? Mhm. Neue so. Runde? Nee. Nee, wir müssen jetzt runter und den Typen begleiten, komm. Ja, ich weiß. Hast du irgendwelche Firmen in der Nähe, die abends das hochladen? Nee. Ich bezweifle das. Hätte man noch porten können, oder was? Nee, die Teleporter sind beide oben. Wow. Aber wir sind sowieso in der Falsch. Wir müssen zur Storage. Hier unten ist noch so ein bisschen Labyrinth für mich. Ja, links musst du. Guck mal, aus dem Generator rum. Du musst einfach nur in den Generator. Fall hin. Zurück, Kevin. Warum? Ich bin jetzt bei Storage. Ah, ja, genau, richtig. Also. Ja, da ist der. Cousin. Mal gucken, was auf dem Schild steht. Also eine Bodyguard, Alter. Ey, voll nice, Mann. Ja, wollen wir? Mhm. Stopp. Sergeant, ich brauche deine Hilfe. Sergeant, Alia M. Scanner anziehen. Du hast mich verletzt, Dämon. Ich werde. Hört ihr die? Nee, aber der folgt nur dir. Okay, wohin soll ich gehen? Ich habe es jetzt vergessen. Ich glaub schnell. Das ist nicht, woran ich mich erinnere, Lichtofen. Irgendwas. Hinterhof des grünen Hauses. Nicht und dem Diner. Ja, also können wir hier durch. Warum? Ich glaube, erst Hinterhof des grünen Hauses. Nein, komm hier. Ach so, okay. Ja. Wo ist denn das grüne Haus? Grüne Haus ist.
Ey, der kann sogar fliegen, Digga. Ja, Mann, hab ich gerade gesehen. Das kennen wir doch. Das ist der Sheriff of Evil, ja. Robert. Ist er noch da? Mhm. Die Zombies gehen nicht auf ihn? Nee. Wo ist das grüne Haus? Geh hier, hier bei mir. Hä, das ist doch weiß. Nein, du siehst doch die grünen Streifen dran. Kann ich den töten, den Roboter? Nee. Also, ich hab gerade versucht, das zu machen. Also ich habe keinen Fadenkreuz auf dem Boot, das kann ich. Ich meine nicht, dass er Schaden kriegt. Was möchte er jetzt hier machen? Also gar kein, wir können ja Pause drücken. Ja, stimmt ja. War ja was. Nicht ohne mir Bescheid zu sagen weitermachen. Ich habe Zombies vor mir. Geh in den Lagerraum, aktiviere die Bunkertreppe zwischen dem Hinterhof des grünen Hauses und dem Diner. Ah! Also er will hier in den Bunker einmachen. Da muss er rein. Kurz. Ey, ich bin leer, Digga. Wo ist Adam da? Ich bin tot. Um den Schild zu verlieren. Hier sollen wir ihn hinbringen. Eier für uns. Bunkertreppe zwischen den Hinterhöfen. Deiner Exit. Weil hier der Tür ist, reagiert und gibt ihm. Okay. Deiner Exit. Eure Aufmerksamkeit? Ich glaube schon. Ein Digga. Dann kann man passieren. Ja, es ist halt neuesten. Komm mal zurück, Alter. Digga, wir sollen also diese Kack zwischen in diesem Zwischenraum. Den hier, wo wir schon sind. Ja, lass uns mal durch das Diner laufen. Vielleicht findet er seinen Weg. Wo ist er? Nein. Digga, es steht hier. Aber warum geht das nicht? Ihr seid richtig, ja, auf die Treppe. Links ist eine Tür weg, Dick. Okay, danke schön. In der bei der Zwischentreppe oder was? Da! Primärsysteme offline. Wo ist er denn jetzt? Ah, da! Ja, ist Martin! Oh, fuck, Alter! Digga, ist Martin! Ja. Wie hast du dich denn jetzt wiederbelebt? Er hat mich wiederbelebt. Jetzt ist er tot. Was? Er ist jetzt tot. Und jetzt? Müsste jetzt ein Container, ein Kanister oder so sein. Ignoriere mein Gerede, Takeo. Manchmal bin ich verwirrt. Es gibt so viel zu tun. Ein Gefäß für Maxis, das Öffnen des Portals. Nein! Ich bin wirklich verwirrt. 115 Ursachen. Was ist denn jetzt hier? Der muss viel reden anscheinend. Wird bei mir auch hier gerade geschrieben. Mach mal Pause weg. Oh, mein Schild ist kaputt. Ja, neues ist doch gleich hier, ne? Mhm. Ciao. Das sollte verhindern, dass die Dämonen meine Lücken entehren. Von dir gegeben. Wir müssen den Roboter dahin bringen. Okay. Noch einmal? Nochmal. Okay, ich wollte mal. Bleib. Warum denn nochmal? Weiß nicht, weil er gestorben ist. Und wie kann der denn sterben? Ja, der ist einfach umgefallen. Cool. Hä? Damit er den Kanister rausdrückt. Okay. Du machst das schon, ne? Mhm. Oh mein Gott. Ja, der ist er denn da wieder? Ja. Hä? Macht ja gar keinen Sinn, Alter, dieser Schritt. Oder hätte man das gar nicht machen müssen, eigentlich nochmal? Doch,
Doch, doch, sonst wäre er irgendwie nicht da gewesen, oder? Genau dort, Affenkevin. Ah ja, stimmt, Alter, ich hab das ganz vergessen. Aber wie holt man die raus? Sollst du normale Granaten schmeißen. Aha, Granaten sind jetzt weg? Ja. Nein, das haben die auch voll scheiße gemacht, Alter. Sei gewarnt. Auch so eine Sache, die mir nicht gefällt. Naja, ich finde die Geisterflammen schon geil. Ja, ja. Aber man deshalb sich, finde ich das ja scheiße, Alter, dass man... Ja, dass man sich entscheiden muss, ne? Pass auf, du hast die letzten. Ja, der killt die gerade, ja, alle weg. Vielleicht sollen wir deshalb bis Runde 16 warten. Weil das sonst fallen die zu schnell um oder so. Er konnte es ja immer noch nicht beantworten, ne? Nee, ich weiß gar nicht. Wir könnten noch mehr Zombies langsam machen, also damit warten wir, glaube ich, lieber. Oh nein, ich weiß, wie sich menschliches Türklopfen anhört und Sie, mein Herr, klopfen definitiv ganz anders. Der hat doch gar nicht geklopft. Wenn nicht hier jemand ist, dann bin ich das. Aber ich hoffe nicht, dass ich das bekommen will. Machen wir das richtig, Jungs? Naja, sonst wird er jetzt nicht nur weiterreden, Alter. Ich drücke mal vier. Warte, ich nehme mir das gleich, was soll ich? Aber jetzt lauert er wieder. Um alle Bedürfnisse seines Besitzers kümmert. Er sollte die Welt revolutionieren. Es gab jedoch versuchen wir den letzten zu nehmen. Verschiedene von mir frequentierten Internetforen zufolge begannen die Roboter Emotionen zu entwickeln. Und das wurde mit Beginn des Projekts Kindersoldaten exponentiellen Problem. Denn die Roboter sollten Kindersoldaten werden. Das wird nicht sterben. Aber das wäre der Anfang von all diesen Kräften. Klappe genippt, wir müssen zählen. Wie viel der redet, Alter. Ja, Mann, Alter. Martin hat schon immer so viel geredet, ne? Ja, immer. Der ist umgefallen. Schon wieder? Ja. Das macht Sinn. Aber es gibt kaum Belege, die diese Theorie stützen. Theorie Nummer 2. Es wurde zufällig eine künstliche Entität erschaffen, die die Kontrolle über die Einrichtung übernahm und die ADHS aufgibt. Theorie Nummer 2. Ich kenne mich mit Science Fiction aus und es erscheint mir viel plausibler, dass eine KI abgestellt wurde. Wie dem auch sei, nach der Schließung der Einrichtung wurden die Robotikprogramme eingestellt. Ich bleibe bei dem, was ich immer gesagt habe. Die Roboter, die diese Einrichtung sind da im Takt. Jungs, machen wir das richtig. Ja klar, Alter, warum sollte sonst die ganze Zeit reden? Oder? Weiß ich ja nicht. Wer denken, sie kümmert sich darum? Hier war das Jahrzehnt kein menschliches Leben mehr. Diese Roboter. Irgendwie passt da gerade was nicht, sagen sie. Vielleicht müssen alle Dinger wieder zugedreht sein, diese Gasdinger? Warte mal, ich glaube, das kann auch gut hinhauen, was sie gerade sagen. Jetzt wiederholt er sich wieder. Echt? Ja. Okay, warte mal. Hey, die ist nicht Insta, die Waffe, da waren die 20. Na, warte mal. Muss jedenfalls nicht viel drücken. Was denn? Na, warte mal. Ich lese Sie werden bemerkt haben, dass wir hier Arbeit verrichten, die eine Massenpanik auslösen würde. Man muss mal Computer drücken. Davon erführen. Ja.
was mich zu Grundwert 2 von Broken Arrow führt. Das haben wir schon gehört. Die Integrität unserer Mission. Ah nein, das haben wir so ähnlich gehört. Noch ein Eindringling in Camp Edward zu sein und einen Kanister mit Element 1. Oh, das haben wir nicht gehört. Das haben wir nicht gehört. Suchen Sie den Eindringling. Jetzt müssen wir es machen. Alter, Alter! Wo kommen die auf einmal her? Alter, mein Gott. Ich werde diesen Dieb fangen. Die Waffe ist voll scheiße, Alter, die normale Raygun. Ja? Die Raygun V2. Also so, wenn du irgendwo rumstehst. Die echt scheiße. So, ich hol mir den jetzt alle wieder... Ah ne, hier, Quellen auch noch raus. Jetzt redet er auch. Stadenschade, er hat doch... Okay, das hat er nicht gehört, oder? Doch, hat er, Alter. Ja? Ja. Sind jetzt wieder alle Qualmdinger aus hier, Gas, Slacks? Ne? Ich hab den ja gespawnt. Ich glaube nicht, dass ein Zombie spawnt. Er hat doch gerade auch immer die Runden beendet. Naja, stimmt. Was hat noch ein Gasleck, Alter? Ich pack's nicht. Mhm. Er tötet jetzt die letzten. Seid ihr nicht aktiviert nochmal schnell? Im Einsatzgebiet, jetzt sagt er was anderes. Jetzt wird er auch mit dem alleine. Ja? Mhm. Ja, jetzt hat Dick das mit Kanister gesagt, so. Bringen Sie den Kanister mit Element 115 zur Transfusionsanlage zurück. Ja, kurz Tür aufgemacht, hast du gesehen? Kurz raus. Und das Ding... Wohin bringen? Zu dem Typen. Welchen? Computer. Ja. Warte, warte, nicht weitermachen. Lass uns eben weiterlesen. Nee. Durch Interaktion mit dem Regal in der Transfusion, da wo wir vorhin waren. Bringen wir... Also. Transfusion? Dahin haben wir den Regal gebracht. Ah, okay. Und danach zum Computer. So, wo ist denn jetzt Bandelier? Wo ist Limo nochmal? Wie hieß das nochmal? Achso, auf der anderen Seite, da wo du bist. Das ist ja. Ist doch keine Affen, Alter. Wie lange haben die einen Cooldown? Lange. Du hast aber Dings, hast nicht Elixier dabei? Naja, stimmt. Warte, wie geht das nochmal, das Alex hier? Welches ist denn das? Band 9, ne? Granaten drauf. Ja. Fabrik 9. Fabrik 9, ja. Nein. Du wirst schmerzlich vermisst werden, Affe. Meint er das denn jetzt hier, Alter? Nee, das ist falsch. Du bist nur unten. Aber das hier ist doch das Transfusions-Ding, Alter. Warte mal, ich muss es nochmal durchlesen. Du hast doch vorhin selber gesagt, der Raum heißt so. Ja, ja. Ja, doch, doch, du bist richtig. Doch, du beim Transfusions. Was sag ich doch, Alter? Ja, oh Gott, ja. Mach mich nicht schwach, Dennis. Ich hab's gerade mit Storage verwechselt. In irgendein Regal müssen wir jetzt hier legen. Glaube ich, weiß ich nicht. Hier sind viele dieser Regale. Diese. Guck mal hier. Ja, hat geklappt. Ja? Ja. Okay, nice. Jetzt kommt 3. Mhm. Oh, guck mal. Drück mal Tab oder Bild wird immer mehr. Als unser Direktor Cornelius Purnell Broken Arrow gründete, alles schon ist weg? Lautete seine Mission, die Grenzen der Wissenschaft zu verschieben, um neue Horizonte zu erobern. Was uns zu Grundwert 3 von Broken Arrow führt. Überwinde das Unmögliche, um neue Welten zu erschließen. Um mein Wissen zu erweitern und neue Welten zu öffnen, ist die Installation zusätzlicher Komponenten erforderlich. Irgendwo in Camp Edward ist ein zusätzlicher Server. Finden und installieren Sie ihn. Geben Sie dem Schicksal Gestalt. Ich werde das direkt angehen. Aber was ist ein... Hier steht, man braucht das Katana. Sonst, weil es sich schneller bewegen lässt. Ja, okay, aber wir haben doch
7-Up. Das hatten wir auch schon bei Ancient Evil. Dasselbe Dilemma. Gehen Sie zum Powerhouse und lassen Sie ein Jolting Jack. Das ist ein Jolting Jack auf diesen Serverkern schießen. Ich denke mal, man bekommt da was. Der Fall ist, können Sie den Kern herausnehmen. Und Sie müssen ihn zum Kernsteckplatz im Operations bringen da. Bevor der Kern, der Timer auf dem Kern abläuft. Ah, hier, voll einfach. Sie müssen lediglich ein Telepad neben dem Kern des Kraftwerks und ein anderes im Gebäude der gefangenen Holding platzieren. Dann geht's total einfach. Hast du gehört mit dem Platzieren? Wie macht man es wieder ab hier? Einfach fick. Ich nehme eben das andere. Ich glaube aber, das war schon die Gefangenenstation, wo ich gerade, wo es gerade war. Nee. Okay? Es steht ja da oben. Oder so, das wäre die Transfusionsarena. Das heißt, die blauen Novas müssen auf die Sicherung schießen. Also die Jolting Jacks schon. Einen am Leben lassen. Ein Powerhouse. Powerhouse ist da, wo Strom ist, ne? Ich bin jetzt Arrestzelle. Muss hier was hin? Ja, genau. Arrestzelle. Hab ich. Ich muss hier noch irgendwo einen stellen. Oder wo? In der Nähe des Powerrooms. Ah ja, hier beim Powerroom einfach. Ich hoffe, fertig. Ich treffe eine weise Wahl. Dörtens. Alter. Na, hier sind die Computer. Danke, du musst. Da ist ein Bildschirm. Das ist ein Bildschirm. Dankeschön. So ungefähr 3 Euro. Du musst drauf. Aber was für ein Core meint er? Ich muss mir das mal eben angucken. Wir machen Pause, bitte, kurz Kevin. Das sind die letzten, Digga. Lass mich noch Box hitten. Ja, das ist eben ein. Aber wir haben keinen dieser Jolting Jacks. Der Server Core. Eindeutig. Ah, okay, das ist dieser Computer. Hast du auch schon das Bild gesehen oder nicht? Welches Bild? Ja, hier, das. Hier, das hier ist dieser. Das ist die Sicherung. Ah, okay. Eigentlich voll eindeutig, ne? Wenn das vorbei ist, hänge ich dich an die Wand. Lebensstifter gibt's jetzt neuerdings hier. Ja, die hört sich richtig geil an, Alter. Und schieß mal mit der. Hab ich gerade. Das wurde eindeutig von einem Meister entworfen. Ich hab Bock auf das Frühling, Mann. Gut gearbeitete Feuerwaffe. Stammt sie vielleicht. Ja, wenn du, ich glaube, ein paar Mal in den Keller gehst und wieder rauskommst, kann das schon sein, dass die Dinger spawnen. Ich muss mein Geld nehmen, Dämon. Niemals meine Würde. Das ist Nikolais Aufgabe. Oder kann das nicht sein, dass sie spawnen? Ich glaube schon. Nee, die spawnen random. Ganz komplett random. Ja, lauf mal einfach rein da. Schon TFT ausprobiert? Nee, also ich habe TFT ausprobiert, aber ist nicht so meins, ehrlich gesagt. TFT? Hm, Teamfight Tactics. Das ist so ein neuer Modus bei League of Legends. Oh. Aber keiner, wo. Die so unten in den Keller reingelaufen, ne? Ich bin hinter dir. Ah, okay. Ich spawn nicht mehr. Wir müssen, glaube ich, eine neue Runde starten dafür. Würdest du mir sagen, der ist jetzt die ganze Zeit hinter uns hergerannt? Ja, der ist neu gespawnt, ist wahrscheinlich. Aha. Warte mal, kann man die nicht spawnen lassen, Digga? Wie denn? Mit dem Code? Das wäre eine Idee. Warte, ich guck mal, ob es so einen Code gibt. Kann ich auch. Bin schon drauf. Nee. Ah, hier Secret Codes. Oh, sorry. Warte. Ich hab kein Zombie bei mir sowieso. Okay. Hey, Digga, ich hab schon geguckt. Oder hast du andere Codes als ich? Nee. Auf derselben Seite. Der andere Teleport auf der Straße in der Mitte platzieren. Haben wir die Teleporter nicht richtig platziert? Oder was? Warum, ist doch scheißegal, wie man es macht, oder? Das ist ja nur ein Tipp von denen. Wir müssen ja ganz schnell, bevor der Kern abkühlt, dahin bringen. Oder hat man wirklich nur so wenig Zeit, dass es genau stimmen muss? Ich weiß es nicht. Willst du die Waffe haben? Hä, aber wir sollen das doch zum Server-Ding da bringen. Kevin. Oder eine Blockmischung. Ja, Digga, was soll ich machen? Das ist so lächerlich, Mann. Schlag da mit deinem Messer einmal gegen dann. So, oder was? Ja, wo müssen wir das denn genau hinbringen, Dennis?
Warte, ich guck gleich nochmal. Oh, hier die Spastik. Nikolai unter den Waffen. Was? Alle, wenn sie willst. Operation. Ah, da zu ihm, zu dem Computer, oder? Warte, mal schnell. Ich bin gerade komplett verwirrt gewesen. Ja. Warum? Wo mein Bruder gerade angekommen ist. Handfeuerwaffe. Ist die neue? Nee, ich hab den, jetzt hab ich sogar alles geschlossen. Wie meinst du alles geschlossen? Ah, oh, die ganze Zeit. Wegen deinem Bruder? Ja, ich bin komplett. Oh. Oh, Rampart, Digga. Damit habe ich sie bei Blackout auseinandergerissen, die Gegner. Rampart, Digga. Pause. Next to the core. Momente, in denen reicht rohe Gewalt. Jetzt bin ich darauf vorbereitet. Ja, das ist egal, wo man den Teleporter platziert. Der hat das auch dort platziert. Dieses Blutvergießen leid. Diesen Schmerz. Next to the core. Operations. Den Schmerz. Operations. Wo ist das denn? Operations. Von mir aus kannst du töten. Warte, ich will erstmal wissen, wo dieser Operations Room ist. Ja, da bei uns, glaube ich, oder? Operations. Da steht Warte, ich guck mal auf dem Bildschirm. Steht da Operation Room? Ja, da steht einfach Operations. Wahrscheinlich hier, Digga, oder? Einsatzzentrale, ne. Boss, Launch, Storage, Generators. Web Control. Da Operations ist, von hier aus. Wie hast du das jetzt gesehen? Ja, guck mal auf die Wand da. Aha. Unten rechts. Der Raum. Das ist. Ja, das ist der hier, Dennis. Welcher? Ja, der mit der Pyramide, oder? Nee, nein. Das ist der, wo der Computer ist. Da, wo der Computer ist? Ja, oder nicht? Ja, eigentlich schon. Warte mal, noch einmal gucken. Man muss einfach alles einmal drehen. Die Wand neben der Mock. Ja, das ist richtig, Digga. Das ist ja, da links. Ja, die Wand neben der Mock. Hier, anscheinend. Ah, okay. Hier, anscheinend. Ja, okay. Okay, aber hier gibt's auch einen anderen Teleporter, der viel besser ist. Was hast denn du jetzt geplantet? Bei der Dings. Warte, ich muss erstmal gucken, wie der Weg am besten ist. Man müsste dann von da aus hier durch das Haus. Von hier aus geradeaus durch. Ne, das ist eigentlich in Ordnung. Ja, das ist in Ordnung. Dann mach ihn tot. Ja. Hier hast du ihn gesetzt. Mhm. Auf der Straße wäre auch cool gewesen, glaube ich. Ja. Wenn das vorbei ist, ich nicht viel. Hänge ich dich an die Wand unter das Schwert meines Vaters. Komm schon, Alter. Ballistik, nein. Oh, ich hänge rum. Boah, schon da, Alter. Geht das schnell. Hab ich eine Kiste? Muss doch nicht. Das müssen wir im Keller spielen, erst so ein Vieh kommt. Na? Nee, nicht im Keller, hier oben. Der muss hier oben kommen die? Die Blitzzombies. Ja. Ah, ich hab einen. Einer hat auch einen geschossen. Du hast einen? Sie enttäuschen ja. Mich. Er ist langweilig. Suchen Sie das richtige Werkzeug für die Aufgabe. Hä? Hast du was gemacht? Nein. Er hat gesagt, dass falsch war. Nee, ich weiß. Liegt denn da? Warum hat er gesagt, dass falsch war? Lass mal alle töten, bis auf diese Typen. Wir haben hier einige von denen auf jeden Fall. Ich mache jetzt die Kamikaze-Zeit, also wann du bis hier mal einer hinschießt. Wie ich sehe, haben sie den Server gefunden. Achtung, wenn das Ding zu heiß wird, wird es mir nichts mehr nützen. Also Beeilung! Pass auf, Gum, heb auf. Und telefonieren. Sie enttäuschen mich. Mir ist langweilig. Suchen Sie das richtige Werkzeug für die Aufgabe. Ah, jetzt kommt er. Er ist aufgemacht, glaube ich. Nee. Schimmer. Sind sehr viele da. Ja, ich bin Redskin. Jetzt ist offen. Versuchen Sie es nochmal. Ja, ich hab ihn. Ich glaube, ich hab ihn. Jetzt weiß ich natürlich gar nicht, wie ich laufen muss. Nö, der ist. Ah, doch, genossen. Genau, du läufst richtig. Geradeaus durch. Sie müssen schneller sein. Alter, was? Zurück und versuchen Sie es nochmal. Oh mein Gott.
Ja, RIP Dennis, da musst du richtig schnell für sein. Alles. Ich hab Stamina ab auch. Wir müssen Teleport auf der Straße. Modifikator. Ich kann den immer wieder nehmen. Echt? Das ist nice, ja. Warte, Teleporter. Was? Alter! Lass mich mal versuchen. Warum? Ich mach's schneller, ja? So. Mach mal. Hab ich ihn jetzt drin? Ah, du hast neu geplantet. Ja. Warnung, jo. Der Server ist überhitzt. Starten Sie noch einen Versuch. Nee. Ist neu gespawnt. Ja. Hab ich den nicht richtig platziert, Olaf? Keine Ahnung, Alter. Dieser Server ist jetzt nur noch ein sehr teurer Briefbeschwerer. Nee. Falscher Server. Aha. Warum? Gibt es zwei? Irgendwo anders rein anscheinend. Aha, ja, hier gibt es viele. Okay, das Ding ist falsch. Hast du den? Dann machen wir den vor mir, wo ich hingucke. Den, wo ich hingucke. Oh, wo gehst du hin, Digga? Der Server ist überhitzt. Hast du mir überhaupt Dennis? Nee, du standest. Nein, ich hab da, wo ich hingeguckt hab, Alter. Aha. Ja, du warst zu dunkel, deswegen. Okay, warten Sie. Ich regel da eine Periode. Ist wenn du reinkommst, da? Direkt rechts. Ja, mein ich ja. Da genau, meine ich das. Den hab ich gemeint, Digga. Oh, geht nicht. Ah, da! Okay, ich verstehe. What the fuck, Digga? Neuer Versuch. Und bitte mit Tempo. Ich dachte, oh mein Gott. Hier geht doch das Ding auch auf, Dennis. Ja, hat man auch gesehen. Das ist schon auffällig. Ja, ich hab's jetzt erst gesehen. Hast du es vorher schon ein paar Mal gesehen? Nee, ich hab's gar nicht gesehen. Das wäre nämlich extrem peinlich, mein Freund. Da muss ich ja mal anmerken. Ja, aber Roll ist auch nicht. Ja. Sehr gut. Sie haben die Teleplattform genutzt, um das Unmögliche zu überwinden. Okay, der Server ist installiert. Jetzt brauchen wir drei Autorisierungscodes. Tut mir leid, aber Direktor Pernell hat dafür gesorgt, dass Menschen benötigt werden. Anscheinend hat er mir nicht voll und ganz vertraut. Verrückt, was? Rund um ich den weiß nicht, wo die Autorisierungscodes versteckt sind. Ich bin mir nicht mal sicher, ob Sie finden können. Das Personal der Basis wusste es. Aber viel Glück dabei, Sie zum Reden zu bringen. Ey, das erinnert einen irgendwie so an Resident Evil und der Umbrella Corporation. Kennst du das? Hab ich nie gespielt. Nicht gespielt, Digga. Guck den Film. Auch nicht. Alle Überlebenden sind tot und es lebt nur noch der Computer. Kennst du nicht? Mm-mm. Boah, ich hab gerade richtig Bock, Resident Evil zu gucken, Alter. Wie spät haben wir das? Oh mein Gott, ich hab richtig Bock drauf. Also, rund um den Bunker hängen Bilder mit grünem Nebel an den Wänden. Was sie tun müssen, ist die Brain Rot Alternate Ammo Type für die gepackte Waffe zu verwenden. Was? Nochmal, ich muss mir jetzt noch sorgen. Ja, das ist halt deutsch übersetzt, ne? Also. Rund um den Bunker hängen Bilder mit grünem Nebel an den Wänden. Was sie tun müssen, ist die Brain Rot Alternate Ammo Type für also, eine gepackte Waffe zu verwenden und einen Brain Rot Zombie dazu zu bringen, sich den Bildern zu nähern. Bei korrekter Ausführung werden die Bilder mit einem vierstelligen Code abgeschlagen. Die Bilder befinden sich an folgenden Orten. Du musst das jetzt Haus im Obergeschoss, Saloon und Betten. Ich hab das schon verstanden. Du musst jetzt eine Waffe. Ich habe gerade meine Waffe mit mutiert abgegeben. Das ist das mit Traurige. Was? Ah, mutiert braucht man dafür? Ja, hast mutiert. Warum? Man braucht doch eine Waffe mit Brain Rot Alternate Ammo. Brain Rot. Oh mein Gott, Alter. Das ist heiß. Ich guck mir mal an, wo die Häuser sind. Man hört die. Die Bilder? Was? Ich glaube, ja. Also irgendwas Melodien, Digga. Beds. Ich geh mal in die Beds. Ich guck mal, ob ich das Bild finde. Gewächshaus im Obergeschoss. Ja, es ist hier bei mir.
Lounge. Ist da. Das? Ich hab's. Ja? Ja. Ich hab auch. Meins macht auch Geräusche. Das brauchen wir mutiert noch was? Mhm. Ja, geh mal deine Waffe umpanschen. Ich hab nämlich kein Geld mehr, leider. Warum hast du kein Geld mehr, Digga? Ich war Kiste. Ey, ich hoffe, meine ABR sieht dann immer noch so aus wie Adolfs Großonkel, Alter. Sie sieht nämlich gerade so vernichtend aus, meine Waffe. Weißt ja, ne? Ja, Blackout-Zeiten. Er wurde gesuchtet, Digga. Mutiert, ja, sagst du? Oh, mutiert. Sieht immer noch so aus, nice. Ich bin tot. Ja, mal langsam ein bisschen der Schweißer von der. Man ist tot. Ich wurde eingeschlossen. Und dann? Oh, die Typen, ne? Brauch eine Brain Rot Alternate Ammo Typ. Hab Brain Rot Alternate Ammo Typ. Sehr gut. Leider geht's nicht mit ihm. Aber weißt du was? Hab ich schon probiert. Bist du da wieder mit die Klugscheißer zusammen rumlaufen, wa? Ja, mit der Ausländers. Besing, Alter. Harte diese. Wir need drei Codes, ne? Ja, ja, drei Codes. Und wir haben drei Bilder. Ist das geil, oder was? Hammer, oder? Da gibt's nicht so in mir nichts, hier nichts, so ein Rumgeficke hier einfach. Das wird einfach Nägel mit Köpfen, Digga, ist das hier. Leben. Oh Nägel Gott. Mit Köpfen, mein Freund. Ja, Nägel. Da wird hier einfach gemacht, Digga, weißt du? Drei Bilder, drei Codes, ganz einfache Sache. Nicht irgendwie 10 Bilder und drei Codes, wo du erstmal suchen musst. Wo war denn sowas? Keine Ahnung, mein lieber Gesangsverein, hatten wir doch. Ne, denk dich doch mal nach, Cousin. Hatten wir doch schon ein paar Mal die Situation. Ja? Hatten wir das, ja. Kann man hier ja, campen? Natürlich. Kann man jetzt oder willst du mir verarschen? Musst du gucken. Vorher Videos, weißt du? Haben wir uns doch gemacht. Ey, hier ist auch eine Falle. Ich wusste gar nicht, dass hier auch eine Falle ist. Ja, ist. Hab ich auch gesehen. So, jetzt hier ein Falle, Alter. Direkt da dran, Alter. Direkt da dran. Jetzt geh wieder. Oh, stark runtergeschlagen. Oh, da ist kein Bild. Hä, aber, doch. 1662. 6662, oder? 1662, Digga. Kann ja nur vierstellig sein. Sag mal, hast du deine Hausaufgaben nicht gemacht, oder was? Lebst du der Mond? Da steht da mal ein 7 oder 1. Digga, 1662. Ey, was? Wieder was das? Was passiert? Oh mein Gott, lieber Herr gesagt. Hast du Level 3er, Ragnar? Zufällig nein. Du musst dich wieder erheben. Was hast du hier noch gemacht, Alter? Hast du dir nochmal die Zahlen ich angeguckt, oder was? Was? Komm mir schon. Oh, Mensch. Ich hab nur eine fucking Essex und die. Sänger. Da, wo ist Mark? Wo ist deine Mark 2? Ja, aber mit der Saloon und Betten, Alter. Er ist hier, wenn du in der Lounge schräg, reingehst. Ah, du hast schon eins gefunden? Ja, ja. Okay. Komm mal her. Ich komme. Dennis. Gewin, kommen Sie. Können Sie mich hören? Over. Ich kann Sie hören, kommen Sie. Deiner. Bei deiner ist nicht, ja? Betten und Saloon. Nein, nicht deiner. Komm her. Heute hat sich der Typ gemeldet auf YouTube, den ich gestern so ein bisschen angesprochen habe, da bei dir auf dem Twitch-Kanal. Ja. Wo er gesagt hat, er ist ein dummer E-Sack und so, ja, ja. Hat heute geschrieben. Auf YouTube. Dass er derjenige ist. Also kann so blöd sein, das auch noch offen zugeben. Das ist anscheinend der beste Deutsche. Sag mal, ich bin schon 100 Mal dran vorbeigelaufen, Digga. Wo Digga, ist das denn jetzt hier? Zu mir. Wohin denn, Alter? Du siehst nicht, wie ich bin. Du bist an der Oberfläche, Alter. Nein, im Keller. Hier. Was? Ich komm jetzt raus, Alter. Ich geh jetzt erstmal Exit und komm zu dir. Ah nee, ich muss gar nicht Exit. Ich kann auch noch hier lang gehen. Ah, sorry, mein Fail. Ich hab's gesehen. Man kann hier noch langlaufen. Okay. Aber oh, wo bist du denn? Wo sind? Er ist ja noch weiter weg. Jetzt ist hier aber vorbei. Mein lieber Scholli. So, jetzt Generatoren. Da. Ich komme. Kommen. Metz. Okay, ja. Ich bin in der Lounge. Ja. Der ist ja mal mega aufgecrackt. Ich auch, Digga. So, und jetzt? Hier. An der Tür. Am Eingang. Ja, ich seh's. Ja, ist der aufgeschrieben? Etwas. Nein, noch nicht. Was war mach der doch eben, Alter. 1662, Alter. 1662. Na. Und der zweite?
19. Was war das jetzt? Was war? 1939. Schönes Datum. 1939. Hast du? Ja. Was machst du? Nix. Betten. Was ist denn? Ich würde dich gerne in der Facecam sehen, Digga. Mach das doch an. Hier ist das nächste Bild. Betten, ja. Betten. Das ist eine 7, keine 1, sag ich doch. Wo? Oh. Da oben, da. Was bei, ist da? Beim grünen Haus. Das sind alle drei. Bringen Sie die Codes jetzt zur Operationsbasis. 1400. Guck, die 1 sieht hier anders aus. Das ist also wirklich nur 7. 1400. Also ist das andere eine 7, 6, 2. So. Das hier ist auf jeden Fall 1939. Dennis. Ja, das auf jeden Fall. Brauchst mir nicht erzählen, dass das eine 7 ist, Cousine. Ne, die andere war eine 7, hör mal. Ich hole mir jetzt erstmal Schildkröte, weil. Wo war das erste Bild? Oben bei Schild, ne? Ich will mir das nochmal angucken gehen. Das ist in Ordnung für dich. Mach das mal, ja. Naja, ganz in Ruhe. Was haben die hier in der Cafeteria? Ja, das ist eine 7662, hast du recht, Dennis. Wer hat gesagt im Chat? Hab ich direkt am Anfang angesagt. Muss man loben, die Cousins. Ja, das ist der Z-Kill, ne? Ich lobe ich mal. Heißt der Z-Kill? Ja. Musst du loben. Ja, hab ich gehört. Ganz nett, oder? Musst du loben, du was. Ey, Jungs, Alter, ich hab Insta-Kill und hier, ich dreh mich im Kreis und schieße dabei, ihr Wichser. Gottmordshummus, Alter, ich sag's dir. Ich mach hier Ramba-Bamba, Alter. Ramba-Ramba oder Ramba-Zamba? Ramba-Bamba, aber ganz anderes. Scheiße, ich mähe dich nieder. So, jetzt haben wir die Codes. Oh, ich werd geblockt, ey. Ich kann doch nicht wahr sein. Also, jetzt haben wir die Codes, Dennis. Selke, wenn du dran bist. Oh ja, warte mal. Warte, ich mal Zeit schenken. Schon mal. Ja, oh. Okay. Letzten, mach an. Nicht nix was, mit. Letzten? Ja, nein. Oh nee, Alter, ich hab noch Hunde. Meine Waffe. Oder nicht letzten, ne? Raketenwerfer wäre halt sick. Das hatte ich. Aber ich weggekommen. Ja, der ist die krasseste Waffe, ne? Warum? Ja, die krasseste Waffe, Alter, im ganzen Spiel. Wir leben doch noch ein bisschen viele. Ja, ein bisschen ist gut. Oh mein Gott. Du lässt eins? Ja, das oder das. Ich? Ich spawn noch sogar. Ich werd sterben. Warum? Nee, doch nicht. Ja, lass mich aber gerade in der. Ey, die ist neu. Ich hab. Kap, Dennis. Kap? Ja, die ist aber schon seit Endspiel wieder dabei. Nicht vergessen. Echt? Ja. Heute sind aber die letzten. Da haben wir jetzt hier ein Chaos gemacht. Ja, ich hab noch einen Sprut, einen Elektro-Zombie. Kannst alles töten. Die ist auch neu, die Sniper. Blutrache. Ja, die ist neu. Crossbow, Digga. Ja, der ist absolut scheiße, hab ich mir sagen lassen. Hast du gepackt? Nee, aber der ist nicht so wie. Oh, nee, ist für Affen. Das ist die passende Waffe für einen Krieger. Reicht man, du hast schon. Schild. Ja, man, danke. Das könnte man als Vertragsbruch ansehen. Müssen wir die kurz nach Reinfeld eingeben? Nee. Nein. Müssen wir nicht. Okay, Mr. Weg, dann geben wir. Ein Krieger ohne Rüstung ist wie ein Haus ohne Dach. Wohin mit dir? Warte mal, ich habe gerade durchgelesen. Wir müssen sie schnell hintereinander eingeben. Also 7662. Ja, und dann? Was kommt danach? Sag jetzt schon mal. 1939. Das Fenster zur Autorisierung schließt sich in einer Minute. Ah, okay. Minute. Also 1. 1939. Ja, und dann? 1400. Ja. Oh, wie
Ich kann schon spüren, wie der Server meinen Geist erweitert. Neue Welten rufen mich. Sie haben Grundwert 3 respektiert. Auf zum nächsten. Wie viele denn noch? Nun, wenigstens lebt diese Maschine nach einem Kodex. Around the Punkt, was haben wir? Power will now go out around the map. Once you have done, you must input. Aber wir müssen mit dem jetzt nochmal reden. Naja, ich weiß. Grundwert 4 von Broken Arrow. Beschütze den amerikanischen Traum. Sie werden jetzt ihren Patriotismus zweifelsfrei beweisen. Sie benötigen einen Hund, einen Mixer, George Washingtons Zahnprothese. Oh, weh. Okay, neuer Plan. Starten Sie die Stromversorgung neu, bevor meine Batterien leer sind. Bitte beeilen Sie sich. Ich habe so viel, für das es sich zu leben lohnt. Gib mir Freiheit oder gib mir Farbe. Oh, so ist viel geiler die Farbe, Digga, wie es hier aussieht. Ja, finde ich auch. Ist viel geiler. Warum machen die das nicht so? Warum machen die das so bunt, Alter, wie Fortnite, Alter? So ist doch viel schöner, Mann. Ich hatte mir mehr erhofft. So ist viel schöner. Deines? Ja, was, ja, okay, deiner. Dann Betten, geh du out, geh du zu Betten. Ja. So ist das viel schöner, Mann. Ne? Ja. Sieht aus wie BO1. Ein bisschen. Ja, BO2, BO2. Ist bei Launch auch? Ja, unten. Aber wo ist der Hebel? Ah, hier, das sind so. Ah, ich seh's. Alles unten ist richtig. Launch unten ist richtig. Betten. Nach oben. Wo ist er denn da? Okay, sehr schön. Betten. Was muss der? Er muss ja auf grün. Auf was muss er denn stehen? Oben oder unten? Der Hebel. Der, ja, aber da oben sind Lichter. Ich hab meinen nach oben gemacht. Ja, und jetzt ist wieder rot bei mir. Ein paar Lichter. Ist doch egal, Digga. Mach so, wie es da steht. Betten nach oben. Fertig. Ah, ach so. Oh, jetzt verstehe ich. Deiner. Generatoren bin ich auch. Das Generator nach oben. Solarity. Ja, das kann man halt, sowas kann man halt dann durch Fehlversuche herausfinden. Ja, ja, ne? Genau. Ist jetzt eigentlich ein einleuchtendes Easter Egg, so, wo man hätte auch lösen können, weil er sehr viel vorgibt. Mhm. Und sehr gut übersetzt, muss ich sagen. Selten war ich gerade, ne? War's schon bei Storage? Nee, glaube nicht. Nee, war ich noch nicht. Ja, ich bin hier. Nee, das muss auch. Nee, das ist down, das ist richtig. Das Launch muss auch down. Hab ich schon, hab ich schon. Launch hast du. Solitary. Solitary? Mhm. Aber da war ich gerade. Der Solitary muss auf down. Einzelhaft ist auch. Ein gutes Resultat. Wir haben's. Nein, aber wieso? Ah ne, noch nicht. Jetzt, doch, alle Lichter sind grün. Ja? Ja. Und jetzt? Once all lights are wieder turned aktivieren, green, you are then correct. Wieder Powerhouse. Genau. Ja, genau, Powerhouse, genau. Machst du an? Ja. Okay. Ist einfach Omega. Dafür muss man gar nicht schnell sein, ne? Also ist auf jeden Fall eine richtig geile Map. Ich mag alle Ether-Maps. Nee, die Farbe, Alter, Fortnite, das grüßt dir, da guckst du an. Ja, ey. Jetzt so richtig. Okay, Sie haben Ihren Patriotismus bewiesen. Es gibt also nur noch einen Grundwert. Es gibt also 5. Wie das Buch der 5 Ringe. Nur dümmer. Und nun der 5. und letzte Grundwert von Projekt Broken Arrow. Bereite dich vor auf das Morgen und die Zukunft der Menschheit. Solange wir vorbereitet sind, hat die Menschheit eine Zukunft. Sie dürften unsere ADAM-Einheiten schon kennengelernt haben. Künstliche Humanoiden überall in der Einrichtung. In einem von ihnen, dem im Verhörbereich, ist eine menschliche Lebenskraft gefangen. Das ist bei dem Unfall passiert, der diese Einrichtung abgeriegelt hat. Fragen Sie lieber nicht. Die
diese Lebenskraft gehört jemandem, der für die Zukunft der Menschheit von großer Bedeutung ist. Aber sie müssen die Einheit reparieren, um ihn zu befreien. Der Geist von 76. Nice, Digga. Das ist wie Resident Evil, Mann. Neugier ist mehr als geweckt. Dennis. Okay. Ich hab mir den Film nie angeguckt, Kevin. Mein Gott. Du weißt, was ich gucken. Das ist heftig, dass du dir, dass du kein Resident Evil geguckt hast, Digga. Das kann ich gar nicht begreifen. So. Around the map, there will be newly spawned. Genau. Schaufenster, Puppen. Eine leuchtet blau. Davon. Have every player go to the area, the mannequin is and interact with it to start a defense wave. After defending for long enough, the mannequin will break and pick up the arm of the mannequin. You must then repeat the process 2 more times. Okay. Mein linkes Ohr juckt. Ich hab den gefunden. Kann ja Pause drücken, Alter. Du hast ihn jetzt schon gefunden! Ja. Mein Gott, der ist voll offensichtlich, Kevin. Warte, wie ich sehe. Ey, ist so heiß hier drinnen, ne? Mir läuft so die Suppe runter. Ja, mir auch. Nur der da, okay. Was sollen wir da machen? Einfach gleichzeitig 4 drücken. Erwache, Krieger! Oh! Können hier nicht abhauen, Digga. Ja. Willst du nur Zombies töten? Diese E-Sex-Schritte machen gar keinen Sinn, das hat gar keinen Zusammenhang, Alter. Ja, absolut gar nichts, Alter. Bullet und so hat das echt noch Sinn gemacht. Er hat irgendwas gestartet. Ah ja, okay. Wir müssen weiter befinden. Der blau leuchtet. Wahrscheinlich. Also press. Ohne das jetzt genau wissen zu können, denke ich mal, in den allen Gärten so. Ich frage mich, ob die auch unten sein können. Na, guck du oben, ich guck unten. Ja. Na, hab ihn. Ja, unten? Ja. Zu die Suppe runter, oder? Was war der letzte, sorry. Rund 26. Ist ja nicht schön. Kommst du? Class of Press. Und gleich da. Kommst du? Ich bin hier. Komm, Dirk. Was? Hier spawnen die recht schnell, die neuen. Machen wir nicht. Fertig, ne? Nein, nein, nein. Fuck, Alter. Es sind so schnell bei BF4, ne? Das ist so eine Sache, die mag ich nicht am BF4. Ab 160 wird's, ist es noch kranker. Ja, wie gesagt, das mag ich am BF4 nicht so. Jetzt fertig. Ja. Ist auch gut. Ja, der erste hast du auch schon abgehoben. Ja. Ich glaube schon, dass ich. Also, ich habe da 4 gedrückt, aber ich bin. Ich habe auch gemacht. Ich habe das nicht immer gesehen. Ich geh mal nochmal da hoch und check, dass man, ob da noch was liegt. Ja, hab ich. Unbedingt dabei einen Raketenwerfer, bevor wir Bossfight gehen. Ohne gehe ich dann nicht. Bossfight? Gibt's hier einen Bossfight? Ja, gab's bisher bei jeder Map, ne? Echt? Oh, ich ja, bin geportet. Echt? Es gibt hier einen Bossfight? Aber gegen was?
Wieder kriegen so ein Auge, Alter, wie auf Gorod Kovio oder so. Das wär's, Alter. Ich glaube, unten ist nochmal einer. Glaubst du echt, die machen einem das so einfach? Noch einen unten, wo man so viel Platz hat? Unten viel Platz? Naja, ich kenn doch Treyarch, Alter. Ich guck da, wo ganz wenig Platz ist jetzt. Wird wohl echt unten sein, Dennis. Ich bin auch gerade unten. Das tut weh. Ja, wird wohl unten sein, ja. Verdammte Mal. Da ist ganz sicher unten. Da ist Spawn Room. Arrestzelle wird hier in Chat geschrieben. Haben die fest gespawnt oder was, Junge? War ich ja gerade. Ja, ich auch. Aha! Das sind gar keine Arrestzellen hier. Warte mal. Und im Untergrund gibt es nämlich auch nochmal einen Knast, ne? Einzelhaft ist da unten. Okay, es gibt. Die haben feste Stellen, Kevin. Okay, unten ist Einzelhaft, Digga. Warst du schon bei Einzelhaft? Ich bin eigentlich hier komplett durchgelaufen bei allen. Ich weiß gar nicht, wie man da hinkommt zu Einzelhaft. Exit, hier ist Einzelhaft, oder? Nee. Oben. Wo oben? Oben im Gefängnis? Ja, aber da haben wir auch gerade geguckt. Das ist hier, ne? Wo du jetzt reinläufst. Der hier? Arrestzelle. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ah, da. Ich auch vor. Warte, ich will sehen. Ich bin aktiviert. Ah, kann ich ja gar nicht. Wo? Zeig mal. Hier. Oh mein Gott. Was ist denn passiert? Was? Meine Raygun ist weg, Digga. Ich hab mir eine fucking Waffe gegeben, Mann. Wie? Eine gepackte. Nein, das war die Waffenschrank, die Waffenkammer. Oh, da ist eine Waffe dann drin. Digga, da ist doch die Waffenkammer vorhin aufgegangen, Dennis. Oh mein Gott, Mann. Oh, hast du auf drei? Nein, leider nicht. So bin ich einfach. Scheiße, Alter. Ey, mein Raygun ist halt weg, ne? Ja, du kannst ja gleich noch einen Schrank wieder holen. Ja, ja, ich weiß, aber nicht aus dem hier. Nee, nicht aus dem. Ja, jetzt habe ich hier voll die Probleme, Alter. Hast du noch deine Spezialwaffe ready? Affen hab ich. Nein, hab ich nicht ready. Kann ich hier rausrennen? Ich glaube, ich bin fertig. Echt? Mhm. Jo. Okay. Ich will ja kurz ein neues Schild holen. Kommt jetzt direkt der Bossfight, Jungs, oder? Alter Schwede. Das hat mich ja jetzt getriggert, ne? Habe ich auf einmal schon wieder abholen, oder? Weiß ich nicht. Ich gucke jetzt. Das Ding ist, ich wollte halt Viereck gedrückt halten für diesen Typen. Und sowas, Alter. Na, konnte ich wieder abholen. Gut. Die ist zwar nicht so die beste, aber zum Freischießen ist sie ganz gut. Boah, lass mal, das sind letzten. Ich hab. Wie viel hast du hinter dir? Ach, guck mal, Alter, wie ich schwitze. Sieht man das? Junge. Was, Kevin? Was? Wie viel hast du hinter dir? Zwei, drei. Ja, lass mal alle am Leben, ich kill mal eben meine. Ja, ich hol mir noch schnell mal Schildkröte neu. Ei.
Ja, ich lasse den mal noch. Aber warte, ich habe hier so einen Kriecher. Kannst alles drüber kriegen. Around the map, bla bla. Oh, I am excited! Oh, I am excited! XD0815, dankeschön. Okay, warte, bevor wir 18 warten. 18 Monate Folge. Noch eine rauchen, ich weiß. Nein, das auch, das auch, aber ich will erstmal Raketenblatt rauskisten. Naja, persönlich weiß ich. Ich weiß halt nicht, wie hart der Bossfight wird. Stell dir vor, das ist jetzt so ein Boyjob, der. Die Bossfight, Mann. Ja, hab da erstmal lesen, was jetzt ist jetzt hier. Hm. In 30 Minuten muss ich auf, Digga. Packen wir. Mir läuft so die Stirn runter, Alter. Aber ich brauche hier noch eine Klimaanlage. Das Ding ist halt, ich bin im Untergrund, ne? Und es ist so warm hier. Das ist halt durch die PS4, ne? Nur die PS4, alles hier. Ich bin gerade am überlegen. Was denn? Ja, was sollen wir denn jetzt machen, warte mal? Wir müssen jetzt abgeben, die Teile, die wir haben. Oh, okay. Mich nicht davon bei ihm. Nee. Nee, zum Verhör. Wo ist denn der Verhörstuhl? Beim EPD oder APD. Da steht ja einer drauf. Hey, da. Wo bin ich? Warum sehe ich nichts? Was ist mit mir passiert? Stellvertretender Direktor Peter McCain, hier Rushmore. Erinnern Sie sich? Meine neuen Freunde und ich haben Sie zurückgeholt. Rushmore, der Computer der Basis. Ja, ich... Da war ein Experiment. Etwas ging schief. Pernell ist etwas zugestoßen. Ja, Direktor Pernell ist verschwunden, so wie alle anderen vom Team Broken Arrow. Was auch passiert ist, ich wurde dabei heruntergefahren. Ich kann mich nicht an den Vorfall erinnern. Irgendein Aufzeichnungsfehler. Moment, ich weiß, wer deine Freunde sind. Ihr Name klingt vertraut, Lieutenant McCain. McCain, erinnerst du dich noch? Schon mal in China-Nummer? Ich weiß nur, dass diese Eindringlinge Zugriff auf das amerikanische Pyramidengerät haben wollen. Ich brauche den Elementarsplitter. Mehr nicht. Ich habe sie auf ihre Grundwerte hin getestet, stellvertretender Direktor. Ob man ihnen trauen kann. Ich verbürge mich für sie. Gib ihnen Zugriff. Das werde ich. Aber zunächst müssen wir sie aus dieser ADAM-Einheit befreien. Eindringlinge, geehrte Gäste, bitte suchen Sie ein geheimes Projekt von mir. Finden Sie die Elementarkugel. Ja, nun, ich schätze, in einem Roboter gefangen zu sein, ist nicht besonders angenehm. Elementarkugel. Wollen wir erst jetzt was, Dings? Rauchen gehen oder. Nee, gleich, Digga, keine Pause drücken. Wie sieht denn diese Kugel aus? Red Cat TV, dankeschön, Leckgasm. Wie sieht die denn aus, die Kugel? Das ist eine Sache. Hey, warte mal, der ist von Shinonuma, ne? Ja, der Typ. Oh, nice, Mann. Aber ist es der da hängt? Nee. Dennis? Ja? Ist das der da hängt? Ja, genau, der ist das. Der ist das. Ja, ich hab also, der hat sich, ja. Der hat sich aufgehangen, oder was? Aufgehangen. Ich weiß halt nicht, ob er dort aufgehangen wurde oder ob er, sich selbst aufgehangen hat. Ich denke mal, er hat sich selbst aufgehangen. Das jetzt ein Bluescreen, das wäre schon geil, ja. Aber Bluescreens gibt's gar nicht mehr bei BO4, soweit man weiß. Ich denke, er hat sich selbst aufgehauen. Können wir kurz noch einen Generator machen? Ja, mach doch. Ich
noch kurz Kugel. Such mal lieber die Kugel, Alter. Ja, ich muss aber ganz Spaß. Ah, warte. Wir müssen zum Computer, wa? Wie immer. Ne, hier steht nichts. Nix, okay. Wo dampft es denn hier noch? Es kommen Zombies, gerne Vorsicht. Mhm. Ich weiß halt nicht, auf was ich achten soll, Alter, was für eine Kugel. Eine riesige, eine kleine. Ich weiß halt nicht, Dennis. Ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht macht die sogar Geräusche. Einfach mal auch darauf achten. Die wird hundertprozentig Geräusche machen können. Nicht, dass wir die nur durch Schild sehen können oder so eine Scheiße, Alter. Ich hab keinen Zombie mehr. Oder nicht, dass die irgendwo an einem Gebäude oder so hängt. Schon. Wo man dann gegenschießen muss, oder so, dass die erst runterkommt. Gibt's hier überhaupt? Drück mal Pause kurz. Ja, warte. Ich höre hier ein Geräusch. Around the map, 1.15. Wir müssen das hier so ein Geräusch. Warum hörst du es auf? Oben ein Schild ist, hab ich gehört. Die Raygun ist so scheiße, Digga. Die ist gar nicht so tödlich, weißt du, die normale Raygun hätte bei BO2 noch locker easy getötet. Mhm. Kann die Kugel auch ein Killer sein, Jungs? Da hab ich das erste Mal. Wäre schon geil, wenn wir Ragnaroks auf 3 haben, bevor wir reingehen, oder? Hab ich gleich. So, wird nicht befehlen. Kann gleich safe nochmal duschen gehen, vor dem Pennen gehen, Alter. Bei mir war die zweimal im gelben Haus oben im Spawnfenster. Die Kugel spawnt außerhalb von Barrieren. Ja, das ist gut. Laut und barbarisch. No, echt? Mhm. So hinter Barrieren. Mhm. Zombie-Barrieren. Ja. Kannst du Zombies gleich gerne mal langsamer machen? Haben wir noch einen Code dafür? Ja. Aber sollen wir nicht das lieber erst dann machen, wenn wir die Kugel haben? Aber wir müssen die ja begleiten. Die Kugel. Das können wir dann auch machen. Mir ist das egal. 6662 ist der Code. Ich hab's. Ja? Nicht die Kugel. Das ist Ballistik. Also. Ich will mir jetzt mal das Brühen einfallen. Weißt du noch, wo es war?
Unten im Diner. Im Diner? Ich glaube im Diner war's. Jetzt bin ich mal gespannt, Alter. Deiner, ja? Mach den Code vorm Bossfight, das ist dann ist der leichter. Okay. Im Deiner ist das nicht, oder? Nee. Guck mal da. Da riech ich mich kurz. Irgendwo am Deiner, nee, das ist deins, glaube ich. Ja, ich wollte für jetzt extra einen Affen, Alter. Deinen Ahnen. Vielleicht triffst du ja sogar das fehlende Glied. Das hing aber einfach so an der Wand, oder? Ja, das hing einfach so an der Wand, habe ich auch. Ja, das ah, ich hab's. Hier. Jetzt bin ich mal gespannt, Alter, wenn ich auf den Wechsel. Boah, ist das schlecht, Digga. Echt? Ja, du hast es nicht mehr in der Hand. Was? Ja, wie kann man nur so scheiße sein, Alter? Was? Wieso war das Geräusch gerade? Weiß nicht, ich hab einen Puppenkopf abgeschossen mit dem Ballistic Knife. Okay. Warum? Warum denn? Ich weiß nicht. Hieß das Bühne, also hast du ja schon. Jungs, macht die Kugel oder diese Sache, was wir suchen, Geräusche. Machst du alle Paralysator? Ja. Sie werden auf das Land, Digga. Hier kann man einen halben Inch sehen. Ja, aber der Schieß wäre sie auf das Land. Die lädt nicht schnell genug aus. Das haben die schlau gemacht. Und dann die halben Wurst. Den dann lernt man ja, ne? Ja. Lass mir einen am Leben, ja? Dennis? Ja, machen wir. Hab ich schon gesagt. Oder was wollte ich sagen? Einen am Leben lassen. So heiß, Alter, ich kann mich kaum konzentrieren. Blut vergießen Leid, diesen Schmerz. Hauptsächlich. Bewegt die sich oder bleibt die stehen? Die kann oben im Fenster beim gelben Haut. Ja, da waren wir jetzt, glaube ich. War ja nichts. Wie sieht der denn aus, um Gott, ja, das ist auch schon hilfreich. Das sind Zombies? Ja, ja. Echt schwierig, ja, das zu finden, Mann. Blaue glühende Kugel. Hilft richtig, ja? Hast du Zombies? Nein. Guck mal, die Waffe ist gar nicht Insta, Digga. Doch, ich steh wieder auf. Weil die einzige Railgun, die Insta. Du hast noch Zombies? Ja, hab ich. Oh, ich spawn noch nicht. Insta-Kill.
erlangen. In, im grünen Haus. War das jetzt die 50 fest? Oh. Hast du sie? Nein. Ah, ich hab einfach gespawnt. Einfach hier im Fenster. Dankeschön, Ja, musst du mal was drücken dafür? Nein, 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 die ist einfach so gekommen. Die Elementarkugel wurde erschaffen. Oh. Alter. Es ist so heiß. Menschliche Lebenskraft aufzubewahren und sicher zu transportieren. Sie sollte dem stellvertretenden Direktor McCain ein besseres Gefäß für seine Lebenskraft bieten als dieser Androide, mit dem er gefangen ist. Ja. Ja. Ja, wird denn jetzt diese Kugel? Passt, oder? Ich bitte Sie, jetzt müssen Sie von vorne anfangen. Warum von vorne anfangen? Ja. Eskortieren, aber wir haben doch. Hä? Aber wo ist die jetzt? Müssen wir jetzt eine Runde spielen oder was? Oder weil du mich so geblockt hast. Ey, komm, lass mal ganz kurz eine Runde gehen, Alter. Ja, lass kurz, ich will kurz zum Computer gehen. Okay. Ach, boah. Du weiß, Alter. Aber wo war jetzt die? Guck mal, ich sag's dir. Da, wo das Fenster ist, wo man in die Garage reinguckt. Da? Da, genau in dem Fenster war sie. Garage reinguckt? Hier. Die Garage, Alter. Doch, hier. Komm in die Garage da. Oh mein Gott. Aber die ist einfach vor mir gespawnt. Ich hab's auch gar nicht mitbekommen, dass sie da war. Die spawnen, glaube ich, unendlich, bis das der abgeschlossen wurde oder fehlschlägt. Ihr sollt nicht zu weit lange von der Kugel wegbleiben. Aber ich war noch mega nah dran die ganze Zeit. Ey, und ich hab das schon die ganze Zeit da gehört. Und da ist dieses Geräusch auch, genau. Ja, wollen wir dann kurz? Ja, warte, jetzt finden wir es mal ganz kurz. Kann ja auch unten spawnen? Ja, kann sie. Unten im Keller? Hm? Man muss immer genau hingucken, oder was? Nee, ich hab eben nicht dahin geguckt und die ist einfach so gespawnt. Ja, aber ich bin ja auch schon tausendmal lang gelaufen, Dennis. Ich hab da echt nicht hingeguckt, die ist einfach vor mir erschienen. Aber ich bin da tausendmal lang gelaufen, Digga. Kleines Monster! Das ist gefällt, weil Kevins in RIP gegangen. Aha, siehst du, weil du mich geblockt hast, Digga. Also mir entgegengekommen ist mit deinen ganzen Zombies. Ist ja nicht schlimm. Aha, daran lag das. Anscheinend. Ich gedacht, das bei some weed. Ich wusste gar nicht, dass du im RIP warst, deswegen. Mhm. Aber man hört da die Kugel, das ist schon mal gut. Aber muss man noch mal eine Runde spielen, denke ich. Also hier wurde gerade gesagt, ihr müsst dort bleiben und spawnen pro Runde. Was? Musst am Arsch der Kugel kleben, das für Track nah. Okay. Müssen wir eine Runde spielen, Jungs? Oder können wir jetzt eine Runde weiter? Wir rauchen jetzt eine, Alter. Ist so heiß, ich gehe ein, Alter. Ja, Jungs, bis gleich. Oh.
Also bei Kevin hat wir haben gestern schon einen Try gehabt. Beziehungsweise Kevin ist dann schlafen gegangen. Aber es gab First, also gestern, im Prinzip ist schon First Try, wir waren halt noch nie so weit wie heute. Ihr müsst die Runde beenden. Dann spawnt die Kulkul wieder dort. Okay, gut zu wissen. Steht das denn noch hier im Bericht? Ach, der Fuli. Ne, hier steht nichts darum, ob man, wenn man fällt, was dann passiert. Gute Nacht, Vagabond, ich wünsche dir was. So. Ich hoffe, Kevin kommt dann gleich. Ja, Mann. Hey, never change yourself. What up, bud? Jungs, habt ihr gemerkt? Ich habe wieder 60 FPS dank Olaf. Dankeschön. Dankeschön, Exit the Old Doys. Dankeschön. Und der haut noch einen Sub bei mir raus. Ich pack's ja nicht. Dankeschön, Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Erstmal followen und danach subben. Auch dir Dankeschön, McNudelwasser, für den Follow. Vielen, vielen Dank, Jungs. Sehr nett. Jungs, das ist so heiß, ne? Der Arsch, der klebt einfach nur. Der klebt einfach nur. Auch dir ein Dankeschön an Zombie Slayer Zar. Aber warst du nicht schon mal bei mir, Follower? Ich will auch dir danke. Also seid ihr zu 100% sicher, dass die dann neu spawnt, wenn wir die Runde neu starten, oder? Ja, machen wir mal. Ja? Ja, machen wir. Lass dann töten mein Zombie. Ja, warte, lass mal dorthin gehen. Also. Ah ja, mach mal 5 Minuten. Zeugs. Ah ne, soll wir bei Bossfight machen, ne? 6662 ist das. Ich geh ein, ey. Ja, wir alle. Ja, ich morgen auch. Morgen noch schlimmer. Ah, ich glaube, morgen stream ich dann nicht. Bitte? Ich glaube, morgen stream ich dann nicht. Wenn, dann würde ich auch nur abends streamen. Es wird Zeit zu sehen, was diese Waffe kann. Ist auch hier? Mhm. Kannst mich töten, Digga. Du enttäuscht mich, Kiste. So wie ich meinen Großvater. Jo, die ist wieder hier. Echt? Guck mal, wie die aussieht. Guckt aber nicht hin, sonst aktiviert sie sich. Aha. Okay, alle guten Dinge sind zwei. Versauen Sie das nicht. Was ist denn jetzt? Ja. Was ist das für ein unnötiger Weg? Oh Gott, jetzt geht die nach oben. Neue Schildtaste? Ja. Ich beschütze. Ich will jetzt zu dem Typen hin, ne? Wo ist hin? Ich will jetzt zu dem Typen, oder nicht? Ich weiß es, ich glaube schon. Alter, warum geht denn so einen komplizierten Weg? Ja, ist echt so einfach, voll unnötig. Gott. Alter. Du kämpfst ehrenvoll, kleiner Affe. Okay, danke schön, McNudelwasser. Meine Kriegslage sind vorüber. Diese Klappergerippe. Bist du bei mir, Digga? Ja. Das ist irgendwie gefährlich. Zeit für bleibt jetzt nicht noch so lange stehen, Alter. Hey,
Ja, Mann, Alter, das ist ja. Geht euch die komplette Map an. Die erinnern mich an Ochsen. Lustig. Ah. Wo ist das riesige Gasformaldehyd, wenn man eins braucht? Mein Gott. Wie ein Troll, Alter. Und puff! Das war's mit deinem Lichtschein. Es hat funktioniert. Ich bin jetzt in der Kugel. Ich kann nicht erklären, wie sich das anfühlt. Aber es ist um Längen besser als diese ADAM-Einheit. Ich würde ja nach dem Unterschied fragen, aber man muss vermutlich eine körperlose Seele sein, um das zu verstehen. Es war eine lange, seltsame Reise. Leben, kämpfen, sterben. Herausfinden, dass der Tod nicht das Ende ist. Dank Ihnen geht meine Reise weiter. Ich muss mich um unerledigte Dinge kümmern, aber ich werde nie vergessen, was Sie für mich getan haben. Oh, das war wunderschön. Sie haben bewiesen, dass Sie den fünften Grundwert verstehen. Melden Sie sich in der Operationsbasis. Sie kennen das ja schon. Ich will nur, dass Sie wissen, dass ich das APG entriegelt habe. Sie können sich den Elementarsplitter nehmen. Sie haben ihn sich verdient. Oder es ist da unten im Keller, ne? Sie müssen die Freigabesequenz abschließen und das APG. Ah ja, da ist die Treppe nach oben. Eier von uns! Eier von uns! Eier von uns! Eier von uns! Das amerikanische Pyramidengerät von der Lebenskraft in unseren ADAM-Einheiten versorgt wird. Die Zerstörung einer ADAM-Einheit in der Nähe der APG-Lebenskraftkanister schließt den Auffüllprozess ab. Also wir müssen sie töten. Mit Seelenfüllen, ne? Ja, Alamun. Oder? Weiß ich gar nicht, kriegen wir jetzt Seelen hin oder nicht? Mach mal Pause, dann lesen wir kurz. Ausrüsten, wir sind ausgerüstet. After you have fully prepared you with preferred loadout, head down to the computers, to the APD control area and have every player interact with them to start the boss fight. Okay. Ja, wir müssen Kontrollbereich auf uns drücken. Oder? Ja. Wir kommen gleich raus. Nee, wir müssen hier unten bleiben. Warum? Wir kommen nicht mehr aus dem Bunker gleich. Schreibt uns jemand. Warum? Das heißt, wir müssen unten bleiben. Ich komme nicht mehr raus. An den PCs. An den PCs. Ja, oben, oder nicht? Ne, unten, unten. Ich denke mal hier, wo es leuchtet bei mir. Aha. Also ich komme mal wo denn? Wie meinst du? Bei den PCs, wo ich gerade war, oder? Da warst du gerade. Okay. Wo denn? Hier bei mir. Komm. Ich weiß halt nicht, ob es der ist. Nee. Doch, ja. Der ist ja gemein gefährlich. Ich werfe mal ab, Digga. Ja, mach mal. Ich glaube hier, Kevin. Nee. Die Grünen, aber hier sind doch. Ach, hier! Oh, guck mal. Ah, ja, da. APG-Freigabesequenz wird fortgesetzt. Warnung. Der Lebenskörpertransfer könnte sich unterschieden. Ey, das sind Menschen, Digga. Oh ja, die sind ne, das sind keine Mittel, Puppen. Ah, das Schild ist jetzt hier, guck mal, nice. Das ist ein Schild. Ja, das Schild ist jetzt hier, nicht da oben. Die Position wurde getauscht, wie geil haben die erste gemacht. Und der jetzt mit der Waffe? Ah, jetzt sehen wir ihn, sehen wir ihn. Echt? Ja. Habe ich eure Aufmerksamkeit? Ich glaube schon. Okay, schon fertig. Echt? Guck mal, da wird alles eingesaugt. Jetzt raus. Halt. Oh, da guck mal die Tür, Digga. Oh. Oh. Oh, fuck, Alter. Ihr habt mich nur stärker gemacht. Wer ist das? McCain. Abogado von Transit. Und das ist McCain, ja. Stimmmuster verifiziert. Direktor Pernell, sind Sie es?
Nee, Cornelius Pernell war nur ein vergänglicher Name. Er beschreibt nicht zu, was ich geworden bin. Wenn ihr mir unbedingt einen Namen geben wollt, bevor ich euch alle auslösche, dann nennt mich Avogadro. Oha. Krass. Richtig nice, Alter. Entität ist der Eindämmung entkommen. Notfallprotokoll initiiert. An alle Mitarbeiter, bringen Sie sich in Sicherheit. Dies ist keine Übung. Atomare Explosion in... What the fuck? 10. Was? 9. Was? Jetzt müssen wir es verhindern? 7. Dennis? Komm mal nicht mehr raus. Müssen wir suchen? 5. Oh mein Gott. RIP, Dennis. Sure, ja, RIP. 3. Ey, was müssen wir machen? 2. Ich glaube, wir gehen nichts drücken. 1. Ich glaube, wir sind gut. Alter. Auch die zerstörerischste Waffe, die ihr besitzt, ist für mich nur ein Witz. Ihr Sterblichen werdet den Splitter nie bekommen. Ah, er wollte ihn töten. Ich werde Agatha betreten. Als neue dominante Lebensform dieser Welt. Ja, er wollte ihn töten. Rushmore wollte ihn töten, gerade mit der Atombombe. Ich habe nicht gelogen. Kann sie ihn hauen? Ja, mit so einem Schlagring. Aber dafür müssen sie Avogadro in Schach halten. Kugeln werden dabei nicht gehört. Oh Gott, dass wir einen Schlagring geholt haben, Alter. Sobald das geschehen ist, er muss meine Aufgabe stoppen, quasi. Mit dem Teleplattformsystem irgendwo hinschicken, wo er niemanden will. Lebenskraft kann es da auch sein. Es gibt Reservekanister. Erinnern Sie sich? Reservekanister. Bevor Avogadro die gesamte Anlage zerstört. Was für Reservekanister, Dennis? Ich glaube, der meint die an der Seite. Welche? Die haben wir doch schon. Ja? Geht da raus, aber wir sollen hier raus. Was für eine Angeberwaffe. Kommen wir nicht. Ja doch, woanders kommen wir hin. Hier leuchtet es. Ah ne. Hä? Ging nicht, konnte ich nicht kaufen, am Stromschlag gekriegt. Du hast mich was gemacht. Ja, am Stromschlag gekriegt, Alter. Ah! Er hat die Waffe gesperrt. Hä? Ihr müsst jetzt Kanister auffüllen bei Packer Punch Storage und so weiter. Ah, ich kann nichts machen, Alter. Mein Schild ist gleich blöd, Alter. Dinner, komm, das Dinner. Kanister auffüllen? Was für Kanister, Dennis? Ich weiß es nicht, Kevin. Ey, ich mach hier mal kurz nicht meine, raus. Meine Spezialwaffe auf Level 3. Ich hab mal Affen. Super, so ein Kanister, Alter. Na, warte, wir können Pause drücken. Genau, den und da was. Ah, bei Betten, Lager, Abendessen, Saloon. Digga, Betten, Lager, Abendessen, Saloon. Betten, wir sind gerade bei Betten. Betten ist Packer Punch. Weißt du was? Ja, das ist Betten. Das ist der ja, ich bin ja gerade hier, aber wo ist der Kanister? Ey, hier ist so leuchtet es blau. Ah, ne, doch nicht, das war nur meine Waffe. Kanister, hat, wenn man den in den drin steht. Wo ist denn der Kanister, Alter? Ja, das ist eine gute Frage. Seht ihr ihn nicht? Nein, wo ist der? Nein, wir sehen ihn echt nicht, Alter. Der da, Digga! Oh mein Gott. Wo? Hä? Der hier neben mir rechts. Oh, okay. Bist du instant tot, wenn der dich trifft? Nein. Es sind zwei, doch nicht. Fliegen da Wellen hin? Nein. Aber warum fliegen da keine Seelen hin? Nicht dort anfangen, sonst könnt ihr das nicht, sonst kommt ihr, da könnt ihr da nicht mehr durch. Aha, ja, auch noch in der richtigen Reihenfolge, ja? Vorsichtiger sein. Okay. Aber Betten ist richtig, bei mir steht das auf jeden Fall. Wo denn anfangen, Dennis?
Warte, ich guck gerade. Erst bei Storage, Kevin. Storage. Wo dann du bist. Was? Ihr schreibt gerade. Ich bin bei Generatoren, Digga. Ja, genau, und dann geradeaus. Link, nee, nach links. Ja, bin da. Storage. Da ist warte, Ex hat eine Reihenfolge reingeschrieben. Erstes Lager, dann Lounge, dann Diner und dann das. Ja, Lager ist das Deutsch. Geht nicht. Ich flieg mal nicht hin, Digga. Ah doch, jetzt. Nee. Ah, muss anmachen, Kevin. Aha, muss man anmachen. Mhm. Oh, mein Monitor hat sich gedreht, Digga. Oh shit, Alter, zum unpassendsten Moment. Ah, warte, Pause drücken ist da, Digga. Wenn ich gleich Pause wegmache, ne? Ach, guck mal, jetzt hier Nvidia-Treiber verfügbar. Den machst du jetzt nicht. Nee, mach ich jetzt auch nicht. Aber ich glaube... Ah, jetzt bin ich wieder da. Wenn geil, der Kanister voll... Wenn der Kanister voll... im Raum raus, sterbt ihr. Ihr müsst danach sofort raus, wenn ihr fertig seid. Okay. Haben sie gesagt? Ja, zwei Leute schon, also. Ist ja brutal, Digga. Wir müssen danach sofort raus, ja? Mhm. Also. So. Nach voll ist sofort raus. Oh mein Gott. Hast du auf 3? Ja, kam von aber hinten. Noch nicht ready. Pause machen, hat mich so durcheinander gedacht. Er hat sich schon wieder gedreht, das Bild, Alter. Jetzt lasse ich es einfach so. Du kommst doch nicht ready. Eins steht fest. Ich komme wieder. Ich hol dich jetzt einfach. Okay. Raus hier! Oder? Wo lang? Oder ist nicht voll? Ja, keine Ahnung, Alter, da verwirr mich. Der hat ja gesagt, ich bin so sicher, ich werde wiederkommen. Ich weiß nicht, was voll ist. Ich glaube nicht, dass er voll ist. Doch, raus, hat Olaf gesagt. Echt? Ja. Muss. Ich gehe da gleich nochmal rein, bevor es fließt. Würde ich nicht machen. So, jetzt als nächstes. Lounge. Ja, bin da. Hey Jungs, ganz sicher, dass wir raus mussten. Wo ist der Kanister hier? Oh, das war nicht fertig, ey. Jungs, ihr könnt uns doch nicht sagen, dass wir raus müssen. Warum, was hat ihr jetzt gesagt? Abgebrochen, Kanister abgelegt, ja, dann. Raus, wieder zurück. Die Charakter sagen, wenn die voll sind. Okay, dankeschön. Jetzt ist aber auf 3, Kevin, ne, falls du nochmal sterben sollst. Mhm. Ja, geht wieder. Wieder von vorne, oder was? Alles, was ihr erreicht, ist ein Schnell. Oh mein Gott, 67 Leben, Alter. 44 Leben. Das war der erste. Das war der erste. Raus. Gibt Muni und Thomas, wenn es jetzt ist. Ja, habe ich jetzt auch gerade gemerkt. Das ist gut. Aber wo ist denn hier der Kanister? Den habe ich gerade nicht gesehen. Ah, hier. Danach müssen wir ins Diner, Kevin. Mhm. Kann man den stunnen, indem man den hält? Ja, ja. Der fällt dann so zu Boden, wie man sieht. Okay. Fertig? Ja.
Ja, Digga, Hund, mein Gott, Alter. Deiner. Wir können überall im Raum das Ganze machen, das weißt du, ne? Mhm. Hier, hab ich. Der hat sich aber hingeportet. Du hast kein Schild mehr. Das ist schon die ganze Zeit, Dennis. Sollst du dir gleich holen am besten. Ja, wo? Ja, da, wo der, bei der Pyramide. Ja, ja. Du bist ja witzig, Alter. Da komme ich ja gar nicht hin jetzt. Begleite dich gleich. Digga, da können wir gar nicht hinlaufen. Ist doch alles zu, oder nicht? Eigentlich nicht. Aha, okay. Ich dachte schon. Meine Secondary ist halt geil, ne? Die Maddox. Ungepackt. Hammer, oder? Geh raus, komm. Komm schnell zur Pyramide und beschütze das. Kann man da hin? Ich glaube schon, es ist noch nicht geschlossen. Und dann Betten. Betten sind jetzt. Ah, geht Kevin. Okay, nice. Da kommen uns jetzt alle entgegen, ja? Boah, dieses Geräusch. Also die Soundkulisse bei der Map ist echt krass. Versteht ihr so Musik nicht, Alter? Ja, das verstehe ich jedenfalls nicht. Wo laufen wir dann hin? Nochmal da, wo wir gerade das Schild geholt haben. Ja. Jetzt die Räume danach. Ja, wir rennen dahin, wo wir das Schild geholt haben. Alter, was passiert denn jetzt? Ich weiß nicht, hol deinen Spezialwaffe raus und mach Kompass. Der hat mich gewonnen anscheinend. Ehrlich? Ja, ich weiß nicht. Mach nochmal an da. Ja, warte, ich muss mich hier gerade befreien. Ich mach ja auch, Digga, ich mach auch. Fühlt ab. Der hat one-hitted? Ja, der macht 150 Schaden, pass auf. Fühlt immer auch ab. Alter, 150 macht er, wenn er dich anfliegt. Ja, sag ich ja. Und dann, um nach Bett wieder zurück zur Pyramide und was da rein schießen. Okay. Krass, gerade im richtigen Moment Schild rausgeholt, Alter. Er kam, er hat mich wieder angeflogen, weißt du? Ja. Was? Was passiert, Digga? Ich weiß nicht. Ich wurde da One-Hit-Befühlt etwas. Ich hab keinen Quick, Alter. Ah, ich hab Affen. Warte. Pass auf, dass du mich nicht hinbekommst. Ich sehe alles. Vergangenheit und die Zukunft. Du, Tandemo, hast keine Zukunft. Oh, ich hab keinen Dings mehr. Was? Keinen Dr. Mitte. Das ist echt schlecht. Jetzt. Mach einfach weiter, Dennis. Okay, ab zum. Okay. Und jetzt? Sie müssen ihn zurück ins APG bringen. Wie geht das? Da reinschießen, hat gerade Hexer gesagt. Mit Waffen? Ja, anscheinend. Dein Ernst? Ich werf noch Affen. Ey, praktisch, dass wir die haben, Alter. Ich hab 7 HP. Praktisch, ey, dass wir die Affen haben, ne? Ja, Mann. Naja, man kann ihn da hinschlagen, Digga. Glaub ich. Oder? Er wurde auf jeden Fall kleiner, oder? Was ist denn jetzt? Ja, man kann da hinschlagen. Rein damit hier. Ja, box ihn dahin, Alter. Ich werf noch einen Affen. Box ihn weiter. Ja, was war's? So, der haut uns ab, Alter. Ich
Ja, wie kommt der denn? Ja, Alter. Kann der bei einer. Kann man ihn noch anschießen, oder was? Ja, ja, kann man auch. Wow, Alter. Ich komm dir mal den Weg hier frei, mach mal weiter. Ja, warte, ich hab jetzt hier die Ragnarok. Guck mal, wie er wegläuft. Alter, ist das dein fucking Ernst? Der ist wieder da, wo der war. So, genau, beschütze mich ja mit dem Ragnarok. Na, mach ich. Nachladen. Das geht doch nicht nachladen, ich bin zu schnell. Ich muss mit haben. Was ist er denn jetzt? Da willst du dich verarschen, Mann. Ich bin getrappt hier drin. Helft hier, Digga. Komm raus da. Jetzt bin ich leer. Mach denn das, du schaffst das, ich hab ihn. Ist er drin? Ja. Einrichtungstransport über das Gerät ist jetzt verfügbar. Eingabe. Haben Sie das gehört? Wir haben ihn. Benutzen Sie die zentrale Konsole, um den Gefangenentransport einzuleiten. Ich denke mal hier vorne, oder? Ja. Wieder da, wo wir vorhin gedrückt haben, ne? Mhm. Wenn Cutscene kommt, Alter, ne? Dann. You know, ne? Ich will das sehen, Alter. Ich bin so gut. Erfolgreich zur Helmfort-Einrichtung transportieren. Seien Sie beruhigt, meine Freunde. Avogadro steht nun sicher in einer Broken Arrow-Einrichtung in Washington State unter Arrest. Er ist nun Ihr Problem. Ah, Transit, Digga. Wir haben gewonnen. Ja. Denn das und ist da befreit man den wieder. Amerikaner tun. Wir gewinnen. Krass. Echt jetzt? Ist das nicht ein kleines bisschen übertrieben? Sie sind jetzt frei und können den Elementarsplitter nehmen. Im Namen des Präsidenten der Vereinigten Staaten, oh yeah! des Broken Arrow-Programms und einer dankbaren jo, Nation, nehmen Sie diesen Splitter als Zeichen unserer Dankbarkeit für Ihren ehrenhaften und ergebenen Dienst. Okay, let's go. Let's go. Zufrieden, Nikolai? Alles entwickelt sich wie vom Chronorium vorhergesagt? Wir haben, was wir wollten. Den Elementarsplitter. Prost auf uns! Es ist zu spät. Maxis? Was passiert hier, Nikolai? Du bist zu spät. Das hat uns noch gefehlt. Hallo, Samantha. Wer ist der Junge? Das sind wohl wir. Wir ziehen in den Krieg, Eddie. Den großen Krieg. Dann kehren wir zum Haus zurück und töten ihn. Brennen alles komplett nieder. Agatha, den Äther, das Endlose. Einfach alles.
Digga, mit Abstand geilste Easter Egg Cutscene, finde ich. Ja. Aber so mit aller heftigsten Abstand. Ja, schon nicht schlecht. Oha, also richtig Bock. Ich hab Gänsehaut, ne? Ich mag Aether, Digga. Chaos ist Hurensohn und Aether ist beste Leben, Digga. Okay. Oha, Alter, richtig krass, Mann. Richtig nice, Mann, Aether. Ja, bei jedem Aether DLC kannst du auf mich zählen, Digga. Weiß ich Bescheid, Kevin. Alter. Krass, ich hab echt Gänsehaut bekommen, ne? Also Chaos, Dreck wollen die mehr zocken, aber so Aether hab ich richtig Bock drauf, Alter. Richtig nice, Mann. Richtig ist nice geworden, ne? Ja, fällt mir. Doch, das ist echt fällt mir. So, jetzt gehe ich in die Haie. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Schlaf schon drauf, was Schönes. Dennis geht jetzt auch in die Haie. Wahrscheinlich ist es zu heiß, ja? Nee, ich hab noch. Dennis streamt noch! Oh!